Ich will doch nur Krieg. Ich will doch nur Krieg. Ja, das kann doch nicht so schwer weg sein. Weg mit der Bombarde, die kann doch nix. Er will doch nur Krieg. Ganz laut geschnarcht. Stell mir das gerade echt vor. Was? Guten Abend, Missy. Oder besser gesagt, guten Abend. Ein Fotograf ist ein Fotograf. Das ist doch der, der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, gar nicht. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus. So, ich hab Schwanz! Dinge, die aus dem Kontext gerissen komisch klingen. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller? Kufka, Kafka, Kofka, Kifka. Stark. Was? Stark! Hab mich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern. Ja, ich kritisiere. Und mach ein Tor! Tor für Vary! Was? So! Ja, mit der Anfrage macht das Bild um 10 cooler. Kill die, komm. Rein, jetzt rein. Komm, schaffst du, komm. Ja, schaffst du wirklich. Komm. Ich hab einfach nur alles da reingebracht. Nice! Ich kann. Warte, ihr kriegt noch kurz die Krokodil Power. Mau und ciao. Quack, quack. Bin ich froh, dass Reklamationen in meinem gelernten Job nicht so ohne weiteres möglich sind. Bestatter? Ja, was? Da stelle ich mir eine Reklamation auch sehr merkwürdig vor. Aber das wäre super witzig. Also, weh, du kommst da nicht weiter. Du bist schwul. Das ist ein Schwanzjagdspiel. Das muss funktionieren. Tisch, ein Podium können wir bauen. Oh, Leute. Oh, lala. Jetzt können Reden gehalten werden. Die Ziegenräten halten, oder was? Sprechet zum Volk! Meh. Warum stelle ich mir das gerade im Chat so vor, dass Josie und Däumelinchen auf diesem Rollstuhl sitzen und dann den hier machen? Warum stelle ich mir das gerade vor? Ja, ist durchaus passend. Es musste kurz sein, es tut mir leid. Ah nein, Entschuldigung, ich habe das nicht richtig interpretiert. Moment. Du musst natürlich noch einen Löffel dabei festhalten, ganz wichtig. Oh, wartet, ein Löffel. Moment. Löffel ist da. Wir machen das jetzt stilecht. So. Entschuldigung.
Moment, ich muss erstmal wieder auftauchen. Da bin ich. Ist tatsächlich aufgetaucht. So. Wo ist der Mari? Da ist der Mari. So Leute, jetzt ricken wir das Game. Ja, Morty. Und jetzt wird so übel, jetzt kommt einer von uns dran und es wird Marios Abfahrt. Ich schwöre dir, dann kotze ich im Strahl. Die kam heute noch gar nicht dran und ich bin glücklich drüber. Ich habe neulich Autogas eingestellt, da bin ich gar nicht mehr geladen gekommen. Und dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Nein, es ist halt auch so. Ist jetzt auch herzlich willkommen. Suchst du nach etwas Exotischerem? So, wir sind dran. Würfeln wir mal. Bams, erstmal Schlachtfeld hier räumen. Und ein Pasch, guck an. Eine 10. Och, komm schon. Dann kaufen wir mal den zweiten Bahnhof. Okay, ich möchte jetzt mal eine Prediction machen. B-Flash. Was, ja, was passiert denn, wenn ich eine 6 und eine 4 würfel? Dann kommst du auf den nächsten Bahnhof. Okay. Aber du würfelst keine 6 und keine 4. Okay. Hast du recht, das ist eine 6 und eine 1. Hm, schade. Ey, das wär's jetzt noch gewesen, ne? Oh, Ereignisfeld, nächster Bahnhof. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Du schummelst doch. So geht Prediction, meine Freunde. Na dann, hopp, hopp. Ja. Wir müssen das jetzt kurz einmal sicher halten. Na, hast du? Sehr gut, Bari. Bei was hat dein Anal... Analphabet Probleme? Genau, Dekadente. Ich habe im Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord, separates für den Stream. Ich will doch nur Krieg. Ich will doch nur Krieg. Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Weg mit der Bombarde, die kann doch nix. Er will doch nur Krieg. Ganz laut geschnarcht. Stell mir das gerade echt vor. Was? Guten Abend, Missy. Oder besser gesagt, guten Abend. Und Fotograf ist eben Fotograf. Ne? Das ist doch der, der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, gar nicht. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus. So ist. Ich habe Schwanz. Dinge, die aus dem Kontext gerissen komisch klingen. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller? Kufka, Kafka, Kofka, Kifka. Was? Hab dich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Also ich möchte mal ganz... Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, euch geht's soweit gut und ihr habt gute Laune mitgebracht. Es ist inzwischen Tag
4 in der Nintendo Switch-Woche und heute, für einen Donnerstag üblich, geht es mal wieder ein bisschen ins Quizzige rein. Und zwar spielen wir heute Wer weiß denn sowas? Mit dabei habe ich den lieben Fuhai. Hallo. Das ist der Fuhai und der ist noch dabei. Ja, das ist so weird. Auf dem rechten Monitor sehe ich dich live sprechen und links mit einer Sekunde Verzögerung. Das ist richtig. Genau, wir haben das nämlich gerade so ein bisschen Discord-technisch gemanagt, damit eben die Antwortmöglichkeiten auch relativ zeitnah kommen. Aber ich glaube, die Tonübertragung habe ich nicht im Discord, oder? Hallöchen Dresdner, na, wie geht's euch? Nein, Ton habe ich nicht, aber brauche ich auch nicht. Okay. Ihr seht schon, ich habe hier mal so eine kleine Auswahl schon vorgetroffen. Moment, ich mache mal genau. Hier eben... Ich bin der Karl und ich bin auch dabei. Unten das Layout weg. Ach komm, wir machen das heute mal ganz professionell. Wir machen mal oben das Layout hin. So ganz, ganz modern. So, ich sitze hier mit zwei Controllern. Das ist für mich gerade die Herausforderung vor dem Herrn. So. Dann kann es auch schon losgehen. Eieiei. Oh, jetzt geht's los. Wer weiß denn sowas? Was hältst du davon, dass Elton am Samstag die Punkte für Deutschland verrät? Ist das so? Nicht mehr. Ja, die Schönberger macht es nicht mehr. Finde ich gut. Aus Liverpool? Ich weiß gar nicht. Nee, Liverpool ist nur der ESC, aber er macht es von euch. Hamburg. Nee, Hamburg macht er nicht. Also da waren wohl irgendwie große Diskussionen, dass es nicht mehr in Hamburg ist, und obwohl das eigentlich dahin gehört, bla bla bla. Aber ich finde gut, dass Elton das macht. Also ich bin ja Team Elton. Ich habe das nicht verfolgt. Ich mag Elton einfach, ich finde ihn sympathisch. Wussten Sie eigentlich das? Die Hamburger U-Bahn-Linie U1 Ob mit 55 Kilometer Länge die längste in ganz Deutschland ist? Oh, die längste in Deutschland. Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Wir schauen jetzt erstmal, wie viele Menschen welchem Team das ist dein Problem. Ausgesprochen haben. Unser Publikum wurde auch heute wieder gefragt, was glauben Sie, wer gewinnt diese Sendung? Und bitte setzen Sie sich auch auf diese Seite. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Aber die Frisur, die passt. Brille auch. Ja gut, der Bart ist ein bisschen doll, den habe ich nicht. Oh, die Leute glauben mir mehr. 71 Leute, ich habe nie bei Elton sitzen will. Für jede richtige Antwort 500 Euro und zwei. Und ich verfolge die Serie, ja gut, aktuell nicht so doll, aber ich habe sie mal ziemlich häufig verfolgt. Jetzt kommt es wieder so ganz creepy, wie die Wände vorgestellt werden. Die 12 Kategorien heute. Elton ist gesund, damals Einspruch. Was bin ich? Asien, total genial. Australien, tierisch. Auto, Informatik, Ozeane. Und das Fragezeichen. Morgen ist Freitag und heute kam ein Update zu CK3. Also ja, es geht mir super. Das ist Crusader Kings, ne? Hallöchen, Alec. Germany, 0 points. Ja, das kann durchaus passieren. Ich denke mal, das wird sogar passieren. So, ich muss als erstes auswählen. So, was mache ich? Natürlich total genial. Ich liebe diese Kategorie. Total genial, finde ich super. Ja, und Trick 17. Oh ja. Wie kann eine an den Rändern eingetrocknete Käsescheibe für den Verzehr gerettet werden? Eine halbe Stunde... Du müsstest eventuell deine Kamera ein bisschen höher machen. Weil die Kamera, die ist direkt über C, A, B und ein Teil von C. Ja, perfekt. So. Wie kann eine... direkt über deinen Kopf machen. Nein. Wie kann eine an den Rändern eingetrocknete Käsescheibe für den Verzehr gerettet werden? A. Eine Stunde in Milch einlegen. B. Zwischen zwei Salamischeiben legen und pressen. Oder 2 Minuten föhnen. Na gut, okay. Kommt drauf an. Wenn du Käse-Cracker haben möchtest, dann auf jeden Fall C. Also, was ist der Hintergedanke? Bei C, 2 Minuten föhnen, wird der Käse zwar wieder weich, weil er anschmilzt. Nee, es geht ja eher darum, ausgetrocknet, das heißt, ihm fehlt was. Also ich wäre da eher bei einer halben Stunde Milch, dass der Käse sich wie so ein Schwamm wieder die Milchfette und so weiter aneignet und dadurch wieder weich wird.
zwischen zwei Salamischeiben legen und pressen. Da will man eigentlich nur suggerieren, dass Speck, Fett und so weiter wieder zurück reingeht. Hör jetzt auf zu stressen, Kai. Und bei 2 Minuten föhnen, ja, wie gesagt, das macht für mich keinen Sinn. So, ich muss Y drücken. Ich bin für A. Das ist für mich das Logischste. Ich hab gar nicht dran gedacht. Bei 2 Minuten föhnen, ich dachte, das ist wie bei der Wurst. Also, du hast die Ränder, die sind nicht mehr... Lösung. Also, eine Packung Käse im Kühlschrank, kann es passieren, dass Käsescheiben am Rand austrocknen. Doch man muss sie deshalb nicht gleich wegwerfen. Föhnen bringt nichts. Und auch die Salamischeiben helfen nicht weiter. Mit einem einfachen Trick wird der Käse jedoch wieder weich und appetitlich. Die Scheibe mit etwas Milch begießen und etwa eine halbe Stunde stehen lassen. Danach einfach abtupfen und aufs Brot legen. Ja. Wieso macht man da unter das Brot nichts drunter? Weil unterm Brot halt echt schwierig wäre. Unterm Käse. Da würde ich noch Bruder unter machen. So, dann wechsle ich mal den Controller. Zack. So, Fuhai, was hätten's denn gern? Was nehme ich denn? Ich nehme mal tierisch. Tierisch. Hm? Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Wie halten sich Tabakschwärmerraupen, räuberische Spinnen vom Leib? Sind das die, die den Tabak-Dings über den After aus? Atmen Nikotin aus. Eine giftige Ascheschicht auf der Haut. Das ist jetzt mal eine einfache Frage. So, wie halten sich Tabakschwärmerraupen, räuberische Spinnen vom Leib? Atmen Nikotin aus? Kommen aus Tabakblättern. Wirklich Nikotin irgendwie. Ich dachte eigentlich, die bilden so eine Nikotinschicht, dass die so ein Gel auf sich bilden, aber Nikotin ausatmen wäre auch möglich. Asche, dafür müssten die den Tabak verbrennen, was sie nicht machen. Und eine Waffe, also mal ernsthaft. Nein. A. Du meinst A? Ich sag A. Also ich wäre ja tatsächlich bei W gewesen. Das ist ja generell albern. Wir nehmen A. Ich sag, die machen sich so eine kleine Keule. Und zwar die richtige. Ein bislang unbekannter Schutzmechanismus wurde jetzt von Wissenschaftlern bei den Raupen des amerikanischen Tabakschwärmers entdeckt. Diese verzehren Tabakpflanzen bevorzugt Kojotentabak. Das mit der Nahrung aufgenommene Nikotin schadet den Raupen jedoch nicht. Kleine Mengen des Gifts werden sogar für ihre Verteidigung in das Atmungssystem geleitet. Mit ihrem giftigen Atem halten sich die Raupen Spinnen vom Leib. Respekt. Ja, wie gesagt, ich warte mal, ich hätte sowas schon mal irgendwie gehört. Ich kannte noch nicht mal die Raupen, hallo? Ich konnte mit dem Namen der Raupen auch nichts anfangen. Ich wusste nur, dass es irgendwie ein Insekt gibt, irgendwie so ein Unvieh, was halt sowas ausscheidet. So, ich muss taktieren. Wo könnte ich was wissen? Wo könntest du was nicht wissen? Informatik. Okay. Du hast schon mehr Führerscheine versucht als ich. Okay, bestell die Raupen, dann trocknen, dann rauchen. Auch eine Möglichkeit. Ich glaube, da könntest du leichte Probleme mit dem Tierschutz bekommen. Mhm. Boah, ja, Informatik könnte ein Safe-Punkt für mich werden. Ich nehme mal das. Ich lasse immer erstmal das Video auslaufen, lese dann, oder ich lasse den erstmal die Sachen ausreden und dann überlege ich laut. Bill Gates schrieb als Schüler für seine Schule ein Programm zur Stundenplanerstellung, das dafür sorgte, dass er A. keinen Physikunterricht hatte, B. die Kurse mit besonders vielen attraktiven Mädchen teilte oder C. nie wieder zur ersten Stunde erscheinen musste. Okay. Das hat ja super viel mit Informatik zu tun. Gut, klar, er hat ein Programm gebastelt, wow. Ja. Okay, Bill Gates. Programm zur Stundenplanerstellung. Kurs besonders vielen attraktiven Mädchen teilte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill Gates Physikunterricht nicht gemocht hat. Kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Besonders vielen attraktiven Mädchen teilte.
Mir ist halt nicht bekannt, dass Bill Gates irgendwie so ein Macho wäre. Ich muss gestehen, ich habe von dem Typen nicht mal ein Bild vor Augen. Name kennt man, ja, klar, aber Bild, nee. Nie wieder zur ersten Stunde erscheinen musste. Also ich kenne es von Musk zum Beispiel, dass das dass der so einen super, super strangen Tagesablauf hat. Es gibt ja so ein Schlafmodell, wo man irgendwie nur maximal 4 Stunden schläft oder irgendwie sowas und dann irgendwie so ganz komisch den Tag sich aufteilt. Vielleicht ist das so ein Ding, dass das auch bei Bill Gates zutrifft, dass der irgendwie ein Langschläfer ist oder sowas. Also nie wieder zur ersten Stunde erscheinen musste, fände ich halt irgendwie witzig. Kannst ausschlafen und hey, guck mal, mein Programm plant mir immer so die erste Stunde raus. Physikunterricht, kein Physikunterricht hatte. Na, ich glaube, ich bleib bei dem untersten. Lass uns 10 nehmen. Also mit dem Wissen von heute und mit dem Interesse an Physik und Chemie heute hätte ich damals eine 2 gekriegt. Mal gucken, was jetzt das Video sagt. Da bin ich mal gespannt. An der Lakeside School in Seattle entwickelte der heute reichste Mensch der Welt, Bill Gates, seine Leidenschaft für Computer. Aufgrund seines Talents durfte er als Teenager ein computerbasiertes Programm zur Stundenplanerstellung schreiben. Für Gates war es eine lohnende Aufgabe, denn das Programm sorgte nicht nur dafür, dass er freitags frei hatte, sondern auch mit überdurchschnittlich vielen attraktiven Mädchen die Kurse teilte. Wow, das ist doch ein Macho. Schade. Schön blöd, das. Ich hätte lieber länger geschlafen. So, ihr seid. Ja. Was hätten wir denn gerne? Ich nehme mal Einspruch. Da kommen immer lustige Sachen bei raus. Und ich verfolge ganz häufig den WBS-Kanal. Was ist laut Straßenverkehrsordnung verboten? Über Zebrastreifen zu hüpfen, einhändig Rad zu fahren und Gleichschritt über eine C. Ich weiß es. Ich nehme C, weil war das in England oder wo war das? Irgendwo hatten die das, sind die im Gleichschritt rübergelaufen über eine nagelneue Brücke und da ist die Brücke dann aus dem Dings gekommen. Ich nehme C. Also, da müsste ich mich jetzt echt hart irren. Ich meine auch, dass es C ist, weil ich glaub, durch da diesen... Da schon Brücken mit getestet, dass sie da richtig. Eine Gruppe haben rüberlaufen lassen, marschieren lassen, glaub sogar Soldaten. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass durch diese gleichmäßige Belastung plötzlich die Brücke in Schwingungen gerät und dadurch die Stabilität der Brücke in Gefahr kommt. Ich meine, das wäre sogar in Deutschland gewesen. Ich nehme C. Naja, ich bin der Meinung, das war... Muss ja Deutschland sein, es ist ja die Straßenverkehrsordnung. Jetzt richtig ist, ja, gut. Auf jeden Fall spektakulär. Vielleicht machen die das aber auch nur so, weil es woanders halt scheiße gelaufen ist. Die Verkehrsordnung dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Beim Marschieren in einer großen Gruppe kann der Rhythmus der gleichmäßig aufstampfenden Füße zu erheblichen Schwingungen, sogenannten Resonanzeffekten, führen, die eine Brücke im Extremfall zum Einsturz bringen können. Das hätte ich gewusst. Laut § 27 Absatz 6 der deutschen Straßenverkehrsordnung ist es daher tatsächlich verboten, in einem Verband aus mehreren Personen im Gleichschritt halt so viele über eine Brücke zu marschieren. Dokus an über Physik, Chemie und da kommt das immer mal irgendwo wieder vor, dass auch in Kalifornien die Brücken, die ganz großen Brücken auch Probleme mit sowas haben. So. Es lief ja mit Informatik richtig bescheiden. Ja, gut, also wer kann sowas dann auch wissen, dass der Typ da auf Weiber steht? Also ich hätte echt lieber eine Stunde länger gepennt. Ich glaube, ich nehme einfach jetzt das Fragezeichen. Wir können auch das Fragezeichen nehmen, da ist eh egal. Genau, da ist eh egal. Wobei hilft die 20-20-20-Regel? A beim Fußballspielen, B bei zu hoher Augenbelastung oder C beim Kopfrechnen? Die 20-20-20-Regel. Bei zu hoher Augenbelastung.
Der Feuer mich an, fängt sie gut aus. Ja, ich pupse so wunderbare Feueranimationen. So, beim Fußballspielen, also, Gott, ich und Fußball, ne? Eine 20-20-20-Regel, was soll da beim Fußball bitte eine 20-20-20-Regel sein? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ich könnte mir halt vorstellen, so von wegen, wenn ich meine Augen zu stark belaste, 20 Minuten, so blöd es jetzt vielleicht klingt, so 20 Minuten mit beiden Augen gucken, dann 20 Minuten das eine Auge zuhalten, 20 Minuten das andere, auch wenn es bescheuert aussieht. Oder irgendwie sowas von wegen 20 Minuten arbeiten, am Bildschirm zum Beispiel, dann wieder irgendwie weg vom Bildschirm, dann wieder hin zum Bildschirm, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ein Leckerchen für die kleine Maus. Hallöchen, Fluffy. Genau, das ist die richtige Antwort. Ein Leckerchen für die Maus. Kopfrechnen. Die 20-20-20-Regel. Hm. Ich wüsste nicht, wofür das stehen soll. Also, ich wüsste es halt echt nicht. Mir macht das, okay. Möchtest du eine Umfrage? Also eine Wette, aktuell, Moment. Aktuell ist es ja noch recht ausgeglichen. Kannst du halt überlegen, ob wir das jetzt bei dem hier machen oder beim Spiel danach. Aber ich würde es jetzt bei dem hier machen, eigentlich. Wer gewinnt die aktuelle Runde? Uhai, Mari. Einreichungszeitraum, machen wir mal 10 Minuten, oder? Das sollte passen. Ja. Können die Leute sich noch ein bisschen Zeit lassen. Genau. Kanal, Umfrage ist gestartet. Also Wette ist gestartet. Ihr könnt reinballern eure Punkte. Also ich bleib bei der Augenbelastung. Dass das irgendwas mit hingucken, weggucken, was auch immer zu tun hat. Weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Beim Kopfrechnen, was willst du da für eine 20-20-20-Regel machen? Da gibt es höchstens irgendwelche Teiler oder Wurzeln oder irgendwie sowas in die Richtung, aber kann ich mir nicht vorstellen. Fußball, keine Ahnung, Digga. Interessiert mich halt so null, wüsste ich nicht. Da kenne ich halt bestimmte Aufstellungen hier, Viererkette und was weiß ich was, dass man die dann 4-4, was weiß ich wie, aufbaut oder so. Also ich bleib bei der Augenbelastung. Danke, siehst du, da hast du schon mehr Ahnung. Also ich bleib bei der Augenbelastung. Genauso gesagt, weil so eine Regeln haben eigentlich immer einen besonderen Sinn. So, mal gucken. Und die Nutzung nimmt zu. Im Schnitt sind die Deutschen knapp 3 Stunden täglich online, an Smartphone oder Laptop. Oh, das ist gut. Hinzu kommt die Arbeit am PC. Das kann den Augen schaden. Ärzte empfehlen daher, nach 20 Minuten Bildschirmarbeit eine Pause von 20 Sekunden einzulegen. Dabei sollte man etwa 20 Fuß in die Ferne gucken, also beispielsweise einen Gegenstand in 6 Metern Entfernung anvisieren. Das entspannt die fokussierenden Muskeln. Ja, finde ich gut. Gut, bin ja schon 20 Minuten on. 20 Sekunden weggucken. 6 Meter entfernt? Oh, das ist die Haustür. Die machen wir bei euch gerade. Du kannst ja schon mal überlegen, was du möchtest. Ich nehme... Was steht denn links oben? Elton ist was? Elton ist gesund. Und was ist da drunter? Asien. Nee, dann nehme ich mal Elton ist gesund. Aber das finde ich zum Beispiel. Gut. Asien, da habe ich mal gar keine Ahnung von. Eine neue Radieschensorte. Oh Gott. Entenei wegen der ovalen Form und der grünen Schale. Wassermelone wegen des roten Fruchtfleisches. Oder C. Donut wegen der runden Aussparung in der Mitte. Was? Hallöchen, Burger. Lustig. Du hast ja sogar Ähnlichkeit mit Elton. Du bist jetzt die zweite Person, die mir das schon sagt. Entenei, Wassermelone, Donut. What? Ich hab keine Ahnung. Haben wir Publikumsjoker? Ja. Oh, den nehme ich. Ich habe keinen blassen Schimmer, was okay, das für Blödsinn ist. Wir fragen das Publikum. So. Ja komm, hier, Opa, steh auf. Wer weiß du willst es. Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Ah. Jetzt müsst ihr entscheiden, wer soll antworten. Ich nehme mal die Frau, ich glaube, die hat da mehr Plan von. Welche?
Achso, links ist auch eine Frau. Sehe ich nicht, da bist du davor. Genau, ich nehme die rechte Frau, genau die. Nein, ja, die Blonde da. Mhm. Meine Prediction ist... Ich habe da letztens eine Dokumentation gesehen. Das müsste C sein. Warum diskriminieren die Person links? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Antwort B müsste richtig sein. Darüber habe ich mal was gelesen. Ach, sie hat was gelesen drüber. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Hallöchen, Missy. Dann, schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Weiß. Außen rot, innen weiß. So kennen wir Radieschen. Eine neu gezüchtete Sorte der Pflanze wird schon im Winter ausgesät. Das Fruchtfleisch ist knackig und mild. Sie ist nach wie vor rot, allerdings nicht außen, sondern innen. Wegen ihrer Ähnlichkeit heißt diese Sorte auch Wassermelone. Mhm. Sehr gut. Also, 1500 Euro. Wie geht's dir gut, Missy? Hallo, Missy. Wenn ich euch bitten darf, die nächste Kategorie auszugeben. Oh, irgendeiner hat ganz schön. Bitte? Irgendeiner hat ganz schön doll auf dich gesetzt. Ja. Ah, der Dresdner war's. So. Was bin ich damals? Auto, Ozeane? Ach komm, das sind alles Kategorien. Gib mich dir zu. Ich nehme, was bin ich? Jetzt. Ich glaube, das ist noch das, was man am besten wissen was könnte. Was ist eine Lunula? Mit. A. Das Metallhäubchen auf dem Sektkorken. B. Der halbkreisförmige helle Bereich unter dem Fingernagel. Oder C. Das Guckloch eines Fernrohrs. Oh, nö. Was ist das am Finger? Echt jetzt? Das ist das Ding am Finger, meine ich. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist das dieses ganz komische, wo du sonst immer, wo die Nagelhaut so ganz langsam drüber wächst. Dieser Halb. Ja, dieses Fingerbett. Sagt man da nicht Fingerbett zu? Ja, das sieht man jetzt hier nicht, weil das nicht so ist. Ja, aber da, wo es rosa das wird. Da. Das ist so. Das direkte Ausgang. Ja, das müsste eigentlich dieses helle Nageldings sein. Müsste ich mich jetzt komplett irren. Also, ich wäre da so gescheitert. Also muss das sein, ansonsten schrei ich. Lunula kommt vom lateinischen Luna und bedeutet so viel wie kleiner Mond. Es bezeichnet den hellen, halbmondförmigen Bereich unter dem Fingernagel. Die Sichtbarkeit... Juhu! Ist abhängig von dem Strukturaufbau der Nagelwurzel. Mit Kalziummangel hat die Größe der Lunula, entgegen weit verbreiteter Gerüchte, nichts zu tun. Schöne French-Schnellnägel. Okay, ich wäre da falsch gewesen. Halleluja. Man zeigt nackte Finger nicht angezogenen Leuten. Die sind nicht nackt. Ich nehme so. Ozeane. Soll ich schon mal das Büro von Blue aufmachen? Nee, ich nehme als Telefonjoker Robert Mark Lehmann. Ah, okay. Der kennt sich aus. Wer beim Bahn im Meer von einer Feuerqualle erwischt, sollte die verbrannte Stelle sofort mit Urin beträufeln. Oder mit einer Dings fest einwickeln, Sand bedecken, Trinkwasser abwaschen. Ah, also mit Trinkwasser, es kommt drauf an. Also eigentlich, wenn du eine Feuerqualle an der Hand hattest, die hinterlassen so ganz kleine Härchen drauf. Und normalerweise sollst du das denn abwischen. Und zwar in die Richtung, wo die halt rausgehen. Als wenn du einen Splitter rausziehen möchtest aus dem Finger. So, davon ergibt aber nicht Sinn. Weil mit Trinkwasser abwaschen, ja, klar. Mit Sand bedecken, weil es vielleicht rau ist, aber nur bedecken ist halt nichts, um das wieder rauszukriegen. Und mit einem Handtuch fest einwickeln ist totaler Quatsch in meinen Augen. Ich
kenne es nur, wenn man Feuerqualle oder auch Brennnesseln, dann sollst du Urin drauf machen. Oder Wodka. Ja. Gut, was nimmt man? Das ist eigentlich alles, man kann es mit Sand bedecken, aber dann abstreifen, weil dann sorgt die Reibung dafür, dass halt diese kleinen Härchen rauskommen. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Mit Trinkwasser abwaschen kann natürlich gegen Feuerquallenverbrennung helfen. Mit einem Handtuch fest einwickeln ist in meinen Augen totaler Blödsinn. Also A oder B. A oder B. A oder B. Ich nehme einfach A mit Trinkwasser abwaschen, weil ich würde es sonst halt mit irgendwie Essig, gut, Essig soll man auch nehmen bei Brennnesseln, glaube ich. War das Essig? Ich würde mit gar keiner Säure rangehen. Also meine Tendenz... Es soll so leicht desinfizieren. Also du hast dich jetzt entschieden für A, ne? Ich hab mich für A entschieden, wir können drüber quatschen. Ich hau mal meine Prediction raus. Ich sage, es ist auch mit Trinkwasser abwaschen, einfach aus dem Grund, damit eben die Nesselhaare wegkommen vom Körper, damit du die unter dem Trinkwasser quasi wegspülst. Mit Sand bedecken, schwierig, weil dadurch, wie du ja selber sagst, würdest du ja Schmutz in Wunden bringen. Ja. Und mit einem Handtuch fest einwickeln würde ja bedeuten, du jagst dir die Brennnesselhärchen noch oder die Nesselhärchen noch viel mehr unter die Haut und hältst die da an Ort und Stelle. Trinkwasser deswegen abwaschen, dass die Härchen weggehen, damit die Stelle auch gekühlt wird. Mit ja, und sowas gibt es halt noch mit Urin, weil Urin halt extrem desinfiziert. Ja. Und in einigen Ländern machen die es halt auch richtig mit Wodka. So, und das wurde, ich glaube, das war sogar bei, wer weiß denn sowas, wo die gesagt haben. Bin mal gespannt. An den europäischen Atlantikküsten und in der Nordsee lebt die gelbe Haarqualle, umgangssprachlich Feuerqualle genannt. Kommt man beim Schwimmen mit den bis zu 36 Meter lang werdenden Tentakeln in Berührung, sollte man an Land sofort trockenen Sand auf die Haut geben. Die Nesseln platzen nicht, bleiben stattdessen im Sand hängen und lassen sich vorsichtig abschaben. Ja, siehst du mal. Daneben. Also es bleibt bei 1500 Euro. Aber unsere Aussagen waren alle richtig. Ach, nö, richtig nicht. Nö, also die richtige Antwort war es nicht, aber es wäre halt sinnig, das gemacht zu haben. Genau, Missy. Ab jetzt werden Nesseln einfach wegpaniert. Hätte ich es damals gewusst, bin heulend am Strand lang gelaufen und man wusste nicht, wohin mit sich und mir. Oh, ich hätte mal kommt über in die Sandburg geschmissen. Ja. So, das Einzige, was mir jetzt hier in dieser Kategorie noch Sinn machen würde, ist damals. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Oh, mal schauen. Ursprünglich wurden Karussells im Mittelalter A. zum Dreschen von Getreide benutzt, B. als Belustigung für die Tochter eines Königs erfunden oder C. als Trainingsgeräte für Ritter eingesetzt. Wieder an. Uff. Es könnte einfach wieder alles sein. Nee, glaube ich nicht. So, ursprünglich wurden Karussells im Mittelalter zum Dreschen von Getreide benutzt. Macht wenig Sinn in meinen Augen. Denn damals hatten die schon hier, oh Gott, wie hießen... Mörser. Hier, nee, das sind diese, die nennt man glaube ich sogar Dreschen, oder? Ich muss das eben kurz gucken, wie die heißen. Dreschen. War das nicht nur, um die Dinger irgendwie fluffig zu machen? Nee, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Das sind doch Dreschflegel heißen die. Okay. Gut. So. Dankeschön, Dresdner. Dreschflegel. So. Als Trainingsgerät für Ritter eingesetzt. Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das ist ein Holzstab, wo du dann unten so eine Holzkeule dran hast an so einem Kettenglied und dann kannst du da drauf wemsen. Ja. Der Bayer in mir kriegt gerade Heimatgefühle. Ich verbinde Bayern immer mit Kuhglocken morgens um 5. So. Zur Belustigung für die Tochter eines Königs erfunden. Möglich ist viel. So, als Trainingsgerät für Ritter eingesetzt. Jetzt kommt eine steile Herleitungsthese von mir. Früher in WoW. Gab es diese, oder in vielen anderen Spielen auch, gibt es solche Übungspuppen, die sich dann auch immer mit den Dings so drehen. Und ich könnte mir vorstellen,
dass man das früher einfach auf so eine Holzplatte gemacht hat, eine größere, und die dann mit Pferden gezogen hat, damit man einfach auch nochmal so diese Bewegung irgendwie mit drinne hat. Weil Ritter kann ja, es kann ja sowohl beritten sein, als auch eben an Land kämpfend. Also ohne Pferd. Zur Belustigung für die Tochter eines Königs. Das ist so, das kannst du eigentlich für alles als Antwortmöglichkeit nehmen. Warum wurde der Fernseher erfunden? Zur Belustigung einer Tochter eines Königs. Jetzt ganz übertrieben gesagt. Das ist mir zu allgemein. Warum wurden die Untertanen getötet? Zur Belustigung für die Tochter eines Königs. Ja, oder zur Belustigung des Königs. Um ein bisschen Variation reinzubringen. Ich gehe. Noch da frage ich das Publikum. Ich muss gleich noch einmal eine Frage auswählen. Oh. Ich höre auf mein Bauchgefühl und bleib beim. Elton würde das ausschließen, ist mir egal. Ich nehme C. Machen Bauchgefühl und sagen, wenn ich auf mein Bauchgefühl hören, dann würde ich jetzt was zu essen holen. Schauen, ob das auch wirklich ich bin gespannt. Ja. Pferde und Karussells sind heute unzertrennlich. Doch auch im Mittelalter, als das Karussell erfunden wurde, gehörte das Pferd unweigerlich dazu. Denn ursprünglich diente der Vorgänger des heutigen Karussells als Trainingsgerät für Ritter. Auf ein hölzernes Drehkreuz wurden Holzpferde montiert. Auf diesen saß. Gut, ich hab's mir anders vorgestellt, aber hey! Ganze verbessern, indem er versuchte, kleine Ringe aufzuspießen. Herleitung ganz anders. Einfach Ringreiten im Kreis. Genau. Puh. Tja. Asien, Australien oder Auto? Welches A hätten wir denn gern? Gib mir mal erstmal Auto und dann teilen wir uns danach die blöden Länder. Verdammt. Ich bin dabei. Scheiße. Ich kenne mich mit Autos ungefähr so gut aus wie mit Atomwissenschaft. Verbindet zwei Autos das rote Kabel mit den Pluspolen, der vollen und leeren Batterie und das schwarze mit? Hä? Den Minuspolen? Den Minuspolen der vollen und leeren Batterie, B, den Pluspol der vollen Batterie und den Minuspol der leeren Batterie oder C, den Minuspol der vollen Batterie und den Metallteil am Motorblock? Was? Also man macht normalerweise Minus an Minus und Plus, damit es übertragen wird oder nicht? Ja. Kreuz? Nee, das macht man nicht über Kreuz. Ich meine, ich habe keinen Führerschein. Das wird einfach gerade übertragen. Also Minus an Minus und Plus an Plus. Das rote, warte mal, zur Starthilfe verbindet man bei zwei Autos das rote Kabel mit den Pluspolen der vollen und leeren Batterie und das schwarze mit, ja, dem Minuspolen der vollen und leeren Batterie, ja. Dem Pluspol der vollen Batterie? Das ist jetzt der Punkt, wo ich gestehen muss, dass schon ich zweimal Frage bei Kollegen mitgefahren bin. Dass ich schon zweimal das Auto auch aufgeladen werden musste, weil die Batterie alle war. Und da wurde das gemacht und ich habe zugeguckt. Aber meinst du, ich wüsste das jetzt noch? Ja, aber würde er jetzt hier das Schwarze mit dem Pluspol der vollen Batterie und dem Minuspol der leeren Batterie verbinden, dann hätte der Pluspol das rote Kabel und das schwarze Kabel. Oder sehe ich das falsch? Du, ist deine Frage. Ich halte mich da komplett raus. Bei zwei Autos. Das rote Kabel mit den Pluspolen. So, und unten möchte er den Pluspol der vollen Batterie und Minuspol der leeren Batterie. Also möchte er bei Antwort B beide Kabel mit dem Pluspol der einen Batterie verbinden. Mhm. Und das ist Quatsch. Nein, nehmen wir A. Wir nehmen A, kannst du einloggen. Metallteil am Motorblock, was ist das für ein Blödsinn? Wie schnell möchte ich einen Kurzschluss haben? Ja. Gibt das einen Kurzschluss? Weiß ich nicht. Also A. A, bitte. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Woeker sagt, das ist halt eher für unwahrscheinlich, aber soll ich es wirklich einloggen? Ja, bitte. Wir sagen A. Ich wäre das mit dem Motorblock gewesen, aber keine Ahnung warum. Nee, die verbinden lieber die Kabel mit der Batterie, also es muss ja auch Strom rübergehen. Zu starten, kann die Batterie eines anderen Autos beim Überbrücken helfen. Zuerst mit dem roten Kabel die Pluspole bei der Batterien verbinden.
Und das schwarze Kabel? Auf keinen Fall an den Minuspol der leeren Batterie, sonst könnten Funken entstehen. What? Stattdessen das schwarze Kabel am Minuspol des Akkus im Spenderfahrzeug. Ich hätte überlebt. Teil am Motorblock des Pannenautos verbinden. Ja, gut. Jetzt weiß ich, warum ich kein Auto habe. Ich hätte überlebt. Es bleibt bei 1500 Euro. Am Motorblock? Da habe ich ja noch nie gehört. Ja, wahrscheinlich, damit irgendwie der Stromfluss auch fließen kann und das weggeleitet wird oder so. Damit eben kein Kurzschluss entsteht. Glück gehabt. Huiuiui. So, nehme ich jetzt Pest oder nehme ich Cholera? So. Australien hat Kängurus, Asien hat Pandas. Wo könnte ich mehr wissen? Oh, ich nehme... Ich habe doch keine Ahnung. Ich nehme Australien. Nehme ich sehr gern. Was unternehmen Kängurus, um ihre Körpertemperatur zu regulieren? A. Sie bauen sich aus Ästen einen Platz im Schatten. B. Sie beginnen zu hecheln. Oder C. Sie verteilen Speichel über ihre Vorderbeine. Ich habe keine Ahnung. Was unternehmen Kängurus, um ihre Körpertemperatur zu regulieren? Bauen sich aus Ästen einen Platz im Schatten. Sie beginnen zu hecheln. Sie verteilen Speichel über ihre Vorderbeine. So. Und jetzt habt ihr das bei Planet Zoo mit eingebaut. Also ich kenn's von Hunden, dass die über die Zunge schwitzen. So, Kängurufell. Kängurufell ist relativ dicht. So. Was wollen die von mir? Also bei A gehen die davon aus, halt die Klappe, kein Pflaume, halt die Klappe. Sie bauen sich aus Ästen Platz im Schatten, würde ja wenig bringen in dem Moment, weil in Australien brutzelt die Sonne so dermaßen runter, da hast du keine Erholung in dem Fall. Da würden die sich eher irgendwie unter Stein oder sowas setzen. Hallöchen, Lea. Wenn die mit Ästen in der Sonne bauen, wird es Sinn ergeben, aber wenn sie im Schatten sind, dann brauchen die nicht noch mehr Schatten bauen. Schatten ist Schatten. So, sie beginnen zu hecheln. Wäre meine Hundetheorie. So, sie verteilen Speichel über ihre Vorderbeine. Dadurch möchten sie im Endeffekt quasi so eine Verdunstungskälte entstehen lassen. Dadurch, dass sie das Fell nass machen und dann wahrscheinlich da so fröhlich munter durch die Mittagssonne hoppeln, warum auch immer. Dass eben Luft drankommt und die Körpertemperatur runtergefahren wird. So, wenn ich jetzt so ein Känguru wäre. Würde ich umziehen. Hätte ich schon gar kein Interesse daran, in der Sonne rumzuhüpfen? Nee. Andererseits, so ein Känguru. Känguru frisst, was wächst denn da so in Australien? Steppengras und was weiß ich nicht alles. Ja. Wenn die da jetzt, da ist es ja nicht nur 5 Minuten... heiß. Deswegen, die kriegen ja gar nicht so viel Wasser wieder aufgebaut. Also ich wäre da eher beim Hecheln. Ich habe aber ja noch das Glück, dass es bestimmt gebildete Menschen im Publikum gibt. Also ich wäre bei B gewesen. Wir nehmen das Publikum. Und ich weiß, dass das Antwort C ist. Die nachfolgenden Sendungen verspäten sich um 20 Minuten. Genau, Dresdner. So, ich habe 4 Leute. 5. Die lecken sich tatsächlich die Pfoten ab. Oder feuchten ihre Pfoten an. Ja, mal gucken hier. Der Mann mit Bart, der weiß das bestimmt. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ich denke ja. Also, ich würde Antwort C wählen. Das passt für mich am besten. Richtig. Ja, also wir loggen C ein. Nebenbei googeln ist im Übrigen langweilig. Hier kommt die richtige Lösung. Ich freue mich jetzt auf die Auflösung.
Im australischen Outback steigen die Temperaturen im Sommer gerne auf 38 Grad Celsius an. Um die Hitze auszuhalten, hat das Känguru einen simplen Trick. Es trägt seinen Speichel auf die Unterarme auf. Durch diese Methode wird die Verdunstungskälte angeregt und die Körpertemperatur reguliert. 2.500 Euro auf eurem Konto. Lübt ja. Ich erinnere mich noch zurück an das eine schöne Meme, wo der eine Typ vom Känguru voll auf die Schnauze kriegt. Des sogenannten ABCC11-Gens können fast 100% der Koreaner... Was? 100% der Koreaner A auf Deodorant. Was ist denn ein ABCC11-Gen, auf Deodorant sich weniger als 5 Stunden schlafen, ausgeschlafen zu sein, würde Sinn ergeben bei den Arbeitsstunden? Karies kein Karies bekommen. What? Auf Deo verzichten glaube ich nicht. Oder? Nee. Die haben doch genauso Deo wie wir. Karies bekommen? Was ist denn das ABCC11-Gen? Ja, das ist ja die Frage. Können fast 100% der Koreaner kein Karies bekommen? Nee. Die haben da drüben genauso Zahnnetze wie wir. Gut. Man weiß nicht wofür, aber... Also Karies würde ich ausschließen. Weniger als 5 Stunden Schlaf, um ausgeschlafen zu sein. Würde da drüben Sinn ergeben, weil die da drüben... Obwohl, ist das nur China? Oder ist das auch Korea? Also in China könnte ich mir das gut vorstellen mit den 5 Stunden Schlaf, weil die halt wirklich Arbeitsmaschinen sind. Auf Deo verzichten? Ich habe keine Ahnung. Das MC1R macht? Ich habe keine Ahnung, was das MC1R ist. Ich kenne mich mit dem ganzen Blödsinn nicht aus. Ich würde mich festlegen auf... Oh, ist das eine beschissene Frage. Ja. Warum kriegst du eine Känguru-Frage und ich krieg so einen Blödsinn? Tja. Also ich glaube, die Koreaner lecken sich die Beine an, damit sie gekühlt werden. Die brauchen kein Deo. Ich nehme A. Ich habe keine Ahnung. Was würdest du sagen? Also ich logge A ein. Was wäre deine Vermutung? Ich hätte C gesagt. Das weiß ich nur deshalb, weil ich bin für A. Die haben so viel Süßzeug da drüben. Ja, also, sehr sympathisch auf A geeinigt. Ist kein Koreaner im Telefonbuch? Nee. Das ABCC11-Gen sorgt dafür, dass bestimmte Moleküle aus dem Inneren einer Zelle nach außen transportiert werden. Viele Menschen verfügen aufgrund einer Punktmutation über kein funktionsfähiges ABCC11. Das betrifft nahezu 100% der koreanischen Bevölkerung. Der Defekt führt zu keiner Erkrankung, doch das mutierte Gen findet sich vor allem in den Duftdrüsen. Und das hat zur Folge, dass man einen sehr schwachen Körpergeruch hat. Koreaner können somit aufs Deodorant verzichten. Oh Gott, habe ich Glück. Ja, Chichi. Habe ich noch nie von gehört. Und damit ich auch nicht. Bei 2000 Euro. Ich wollte das Karies nehmen. Also, wir haben einen Zwischenstand vor der großen Masterfrage, vor unserem großen Finale. Jetzt wird es für mich stressig, weil ich jetzt für zwei Teams gleichzeitig irgendwas machen muss. 2500 Euro. Ich muss all in gehen, also von daher. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen, dann kommt die Frage. Ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Stinkt mir, und krass. Dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Ja, gut, fast 100% der Probleme. Die heutige Masterfrage kommt aus der Kategorie Politik. Ich bitte euch jetzt euren Einsatz zu tätigen. Okay, du gehst all in. Das ist die Taste. Du bei dir auch nicht einstellen kannst, dass du einfach nur 1500 nimmst, damit du genau auf die gleiche kommst oder 1501. Das ist ja blöd. So, Masterfrage. Du musst mir gleich sagen, was du meinst. Arbeitet der Innenminister im Home in welchem Land Office? Arbeitet der Innenminister? A, Indien, B, What? USA oder C, Großbritannien. 20 Sekunden ab jetzt. Der Innenminister im Homeoffice. What? Ich hab keine Ahnung, ich sag Indien. Wohl nee, in Indien haben die eigentlich die ganzen Dinger, ne? Ja, was nimmst du? Ich nehme A. Ich nehme einfach A, ich hab keine Ahnung. Okay. Wir schauen, was ihr gesetzt habt. Das was sagt der Chat? Hat gesetzt. Das, Team das könnte jetzt echt übel ausgehen, ne? Warum hast du das genommen? So, dann schauen wir uns doch mal an,
wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Also Chat sagt C. Ich habe nicht C genommen. Setzt auf Antwort. Okay, jetzt könnte es doch noch interessant werden. Hat sich entschieden für Antwort die USA hat den Minister. Schauen wir auf die Minister von den USA. Die USA. United States Department of the Interior. Ja, also ich bin der Meinung, in Indien haben die immer so Internetcafés, wo die alle chillen. Und Großbritannien, kommen die Anrufe immer alle von da. Da arbeitet der Innenminister im Homeoffice. Oh. Ja, moin. Aber ich habe nicht alles gesetzt. Hey, du hast gewonnen. 625. Es gibt 71 Teilen, ne? Das ist 10 Dollar für jeden. Nicht mal. Ach, das wird gleich aufgezeigt. Lalalala. 8 Dollar und ein Packet Fette oder so. Euro. Das ist ja so Dollar, Alter. Aber der Schuh 44. Was haben die jetzt gekriegt? 8,80 €. Wow. Hey, da ist eine Packung Zigaretten drin. Es kommt drauf an, welche du So, dann. Vorhersage abschließen. Zack. 2003 geht dann Alex, Sunrider und Dresdner. GG. Ich war eh der Einzige, der auf mich gesetzt hat, also von daher passt. Ja, Lea, du hast eine Frage. Die wiederholen sich zum Teil tatsächlich. Ja, vor allen Dingen, einige wiederholen sich auch mit den Live-Shows, die schon, oder beziehungsweise mit den Shows, die sind alle aus den Shows. Ja, die habe ich noch nicht gehabt. So, Moment, jetzt wieder hier Überforderung. Ich möchte da nochmal rein. So, Team Bernhard war S11. Uhai geht darüber. Ja, James ist ein schöner Name. Vari geht darüber. Möchtest du James sein? Ich kann nicht auch Yvonne, Ron. Jan Marcel gibt es wahrscheinlich nicht. Nö. Gibt's einen Fuhai? Nö. Na, gib mir James. Ich finde James sympathisch. James. Okay, so, das ist dann einmal hier bestätigen, einmal da bestätigen und Abfahrt. Ich gebe dir den Tipp, du kannst das Spiel genauso auf dem Handy spielen in der ARD-App. Hashtag unbezahlte Werbung. Genau. Also wenn du wirklich nur zwischendurch spielen möchtest, mach das Spiel in der ARD-App und dann kannst du dann auch die Fragen spielen. Gute Nacht, Dresdner, angenehme Nachtruhe und danke fürs Dabeisein. Und da wurde schon die nächste Umfrage gestartet. Das war wahrscheinlich Missy. Schön, dass ich den noch nicht sehen kann. Ach nee, das ist hier, das ausgezahlt wurde. Ach so. Eine Frage an ja, mal gucken, wie viele diesmal hinter mir sitzen. Ich, sage, ich war zu blöd zu lesen. Panda, dass das kleiner ist eine Maus. Steht auch noch ganz klein. Wer gewinnt? Ja, Entschuldigung. okay, aber würdest du trotzdem sagen, es lohnt sich, das Spiel zu holen? Ich finde schon. Ich habe auch das zweite Spiel hier. Was Sie glauben, welches Team heute gewinnt? Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Aber wie lange habe ich das gemacht? 40. Die mögen dich nicht. Dann sitzen bei dir wieder knapp 70. Also meistens sind das so zwischen 110 und 120 Leute, die da haben. No. 12 Kategorien mit 12 Fragen, 500 € für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für. Bitte bessere Kategorien. Hier ist die Wand. Oh ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Die 12 Kategorien sind heute. Das Fragezeichen, das Wetter auf dem Globus. Zahlen bitte. Total genial. Hund, okay, Katze, zweimal Maus. Mit Tieren. Im Grünen. Unser Körper. Essen und Trinken. Was bin ich? Medizin und tierisch, tierisch. Ja. Das Team, das mehr Menschen, mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie wählen. Juhu, ich darf wieder auswählen. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Ich glaube, ich weiß, dass du Hund, Katze, Maus nimmst. Oder total genial. Darf ich bei im Grün den Publikumsjoker anrufen? Nö. Toll. Ich hätte eine Mail angerufen. Ich bin echt gerade am überlegen, ob ich total genial oder das Fragezeichen nehme. Ich nehme total genial, komm. Total genial finde ich super. Hallöchen, Blackburn-San, vielen lieben Dank für deinen Follow.
Wie lässt auf jeden Fall angenehm von Badezimmerspiegeln. Ich weiß es. A, vorher mit Rasierschaum abwischen, B, vorher mit Weichspüler benetzen oder C, vorher mit Deodorant. Ich hätte jetzt B gesagt. Nein. Nein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst Flüssigseife und reibst den Spiegel mit der Flüssigseife ein und wischst dann die Flüssigseife wieder vorsichtig ab. Oder du nimmst den Rasierschaum, sprühst das ein, wischst das rein und ziehst das wieder ab. Liegt daran, die Seife, Spülmittel funktioniert im Übrigen auch, und Rasierschaum benetzen die Oberfläche, sodass sich der Tau bzw. der Beschlag nicht drauf absetzen kann. Für alle Brillenträger dieser Welt funktioniert auch mit Brillen. Deswegen hatte ich gedacht, dass es der Weichspüler ist, wegen Spüli. Mic drop. Wir nehmen A. Ihr habt A eingeloggt. Hier ist. Ich muss natürlich auf mich wetten, sonst funktioniert das nicht. Die Spiegeloberfläche ist kühl. Nimmt beim Duschen die warme Feuchtigkeit im Raum plötzlich zu, beschlägt die Oberfläche, weil die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Okay, also der duscht aber auch bei 200 Grad. Vorfeld, könnte ich sein. Dankeschön, Missy. Und Glycerin findet man zum Beispiel im Rasierschaum. So, okay, aber da... Ich noch ein bisschen Kerasile mit seiner Brust. Aber erstmal an dieser Stelle... Dankeschön, Eva, für dein Abo im 6. Monat. Dankeschön. Und auch einmal, weil du offline gefollowed hast, Blackburn Sun, gibt es auch einmal für dich noch die Konfettikanone für dein Follow. Ich habe jetzt richtig Bock auf unseren Körper. Findest du das nicht ein bisschen übergriffig, dass du jetzt so Bock drauf hast auf unseren Körper? Ich finde das ganz schön frech. Wir beide haben so einen geilen Körper, da muss unser Körper jetzt her. So. Ich versuch's, Lea, ich versuch's. Nehmen unser Körper. Was? Flattert, dann wenn einem die Uvula flattert, ist man wahrscheinlich so Niederländer oder wahrscheinlich hat man Schluck auf. Hat man Schluck. Was? Was ist denn das für ein Blödsinn? Was ist denn eine Uvula? Weißt du das nicht? Nee. Aber wenn du schon so am Lächeln bist, dann hat man auf jeden Fall nicht Schluck auf. Und dann ist man auch nicht Niederländer. Hat man denn zu lange die Sonne geguckt? Also ist das denn dieser Schimmer, den man... Was? Buhai kennt deinen doch besser als seinen eigenen. Nee. Ein Leckerchen für die kleine Maus kriegt sie. Und du bist verwaschen. Oh, ich bin süß verflüssigt worden hier. Sehr schön. Also ich muss dann nebenbei Screenshot machen. Zack. Zack. Jetzt denk mal nach hier. Ich habe keine Ahnung. Gott, hier ist auch noch verfärbt. Ich nehme A. Ich habe keinen blassen Schimmer, Alter. Was zum Fick? Entschuldigung für den Ausdruck. Du möchtest A nehmen? Ja, bitte. Ich lock das ein, ne? Ja, bitte. Das ist im Übrigen falsch. Okay, dann ist ein Schluck auf, oder was? Ja, das müsste das Gaumensegeldings sein. Antwort A. Was ist eine Mod-Woche? Ja, wer weiß. Ne? Ich habe hier überall Motto-Woche stehen. Spannend ist es auch. Eine zu lange Uvula kann beim Partner zu schlaflosen Nächten führen. Denn wenn aber sie der ist jetzt am Schnarchen, das hat nichts mit Schluck auf zu tun. Die Rede ist vom Rachenzäpfchen. Viel nützlicher ist die Uvula beim Sprechen. Denn dank ihr können wir Laute wie Rrr und Rrr von uns geben. Und davon profitieren die Niederländer. Da wäre MT-Audio neidisch bei dem Pass. Erzählen können, aus Gouda und Groningen angereist sind. Und doch die Niederländer. Euro auf dem Konto. Ja gut, ich habe den Text jetzt gerade nicht gehört. Ich habe den Ton nicht angemacht. Oh, das tut mir leid. Dann habe ich mich da verschrieben, Eva. Muss ich nachher mal gucken, ob ich das noch irgendwie behoben kriege. Wie geht's dir denn, Eva? Oh krass, da ist Elton in dem Bild aber ganz verschwommen. Hallöchen, The Brain Brian. Geht's dir gut? Hat ja nicht so gut geklappt bei dir, ne? Nee, ich hab halt auch einen deutschen Körper und keinen holländischen oder niederländischen. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich hab den Ton nicht gehört, ich hab nur auf die Bilder geguckt, das wäre wirklich so schnarchen. Ich nehme Hund und Katze, Maus. Klingt eigentlich ganz gut. Mach mal, ich muss Ula. Was mal googeln. Ist genauso einzigartig das heißt, wie der Fingerabdruck eines Menschen? Der Nasenabdruck eines Hundes. B, der Zahnabdruck einer Katze oder C, der Nasenabdruck eines Hundes. Ja,
Mic drop. Beim besten Willen, aber das, also das hätte jeder, glaube ich, gewusst. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Wir werden es sofort überprüfen. Um sein Haustier eindeutig zu kennzeichnen, gibt es Möglichkeiten, wie Marken. Eine andere Methode kann dabei helfen, seinen Hund zu identifizieren. Der Nasenabdruck. Denn betrachtet man, sieht man unzählige winzige Unebenheiten und Linien, die ein einzigartiges Muster ergeben. Genauso einmalig wie das eines menschlichen Fingerabdrucks. Ja, das wusste ich. Kommt aber auch die einfachen Fragen. Ja, total. Weißt du, das war ja Basiswissen. Ja, aber sowas von absolutes. So, was hätten wir denn gerne? Ich nehme das Wetter. Oha. Ja, da sind wir uns auch einig. Also leicht Tornado-begeisterter trifft eine Stumpe seitlich auf ein Satteldach fliegen die Ziegel. A. Der Wind zugewandten Seite davon, ausschließlich auf dem Dachfirst, oder der abgewandten Seite davon. Wenn eine Sturmböe seitlich auf dem Satteldach fliegt, fliegen die Ziegel ausschließlich auf dem Dachfirst. Was ist denn ein Dachfirst? Das Spitzdach oben. Ja, was ist auf der Switch, Brian? Die sind ja rein, also Dachziegel sind ja eigentlich so gebaut, dass die mit dem Druck so arbeiten wie ein Heckspoiler, dass die den Druck nach unten machen. Also würde ich sagen, fliegen die auf der windabgewandten Seite davon. Nee, gar nicht, windzugewandten Seite. Weil die rutschen einfach runter. Ist meine Meinung. Mhm. Ich bin aber, hat für mich auch nichts mit Wetter zu tun. Nur weil da steht Stumbe. Ja. Der Rest ist Physik. Richtig. Ich spule mal zurück. Ich gucke super viele Sachen. Ich bin Tornado begeistert. Ja, jetzt leg mal los. Wo haben die in Amerika bitte Ziegeldächer? Da, wo die Tornados sind. Weiß ich doch nicht. Die haben doch nur Holzhütten. Auf der windabgewandten Seite würde ich nicht sagen. Fliegt das? Nee, die fliegen nicht oben rüber. Fliegen die oben rüber? Ausschließlich auf dem Fürst davon? Ich würde A sagen. Ich logge A ein. Du würdest A sagen? Ja. Okay. Log einfach ein. Ich werde diese Runde so krass verkacken. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass das auf der windabgewandten Seite passiert, weil dann da irgendwie ein Unterdruck oder so entsteht und die dann rausgerissen werden. Aber gut. Das wie so ein Flügel vom Flugzeug. Ja, du möchtest aber A nehmen, ne? Ja, ja, ich nehme A. Gut. Ich bin der Meinung, die fallen, die sind ja erstmal alle festgemacht. Und ich glaube, die rutschen. Die sind nur ineinander gesteckt. Welche Dachziegel davonfliegen, hängt davon ab, von welcher Seite der Sturm auf das Satteldach prallt. Auf der windzugewandten Seite sorgt der sogenannte Anpressdruck dafür, dass die Ziegel nicht mitgerissen werden. Die Windkräfte brechen dann am First. Je flacher der Winkel des Daches ist, desto höher ist die dabei entstehende Sogwirkung des Windes. Folglich reißt der Sturm die Ziegel auf der windabgewandten Seite mit sich. Genau. Okay. Ja. Bleibt es Physik und so. Und ich habe gedacht, dass die von den Ziegeln reden, die links auf der Seite sind, wo der Sturm gegenhaut. Nö, das meinte er. Wo die runterfallen. Das war meine. Das ist in der Frage eindeutig hervorgegangen. Ja, dann habe ich die Frage nicht richtig verstanden. Dann ist es so. So, ich hätte gerne jetzt wieder so was Schönes, Leichtes, wie eben. Ich nehme Tier. Bei A werden sie angepresst und ich dachte, darum geht es, dass der Wind da raufknallt und dadurch werden die angepresst und wenn die dann rausfallen, dass die genau auf der gleichen Seite runterrutschen, weil sie da halt angepresst werden und nicht oben rüberfliegen. Ja, aber es war ja die Frage, ob sie fliegen und nicht angepresst werden. Ja, das, Es ist schon spät, es ist schon spät. So, ich nehme. Oder möchtest du nachher tierisch-tierisch machen und ich nehme was anderes? Nee, kannst du ruhig machen, wie du möchtest. Gut. Dann nehmen wir tierisch-tierisch. Auf geht's. Panda-Frage. Grauhörnchen wappnen sich gegen Futterdiebe, in denen A. ihre Vorräte rund um einen Fuchsbau deponieren, B. giftige Beeren vergraben, die Zapfensamen ähneln, oder C. täuschend echte Nussdepots anlegen, die aber alle leer sind. Grauhörnchen, sind das diese amerikanischen Chip- und Chap-Dinger? Ich meine ja.
ist halt die Frage, sind das die, die bei diesem Raketenwissenschaftler da in diesem... Ach, du meinst den Amerikaner, der da diesen Parcours und so weiter macht. Ja, genau der. Das sind ja die amerikanischen Eichhörnchen. Also hätte ich jetzt auch gesagt, dass das eben diese Grauhörnchen sind. Ja, diese Riesenviecher. Missy, genau. ADHS kickt einfach auch auf die Entfernung hin. Du musst noch nicht mal im Discord sitzen. Hallöchen, Phoenix. C hätte ich halt auch tendiert. Einfach, weil du bei A erstmal ein Fuchsbau finden musst. Naja, ein Fuchsbau in der Nähe von einem Fuchsbau deponieren wäre ja schön blöd. Ich meine, klar, der Fuchs frisst ja nicht die Sachen weg, aber wenn du unvorsichtig bist, frisst er dich selber weg. Giftige Beeren vergraben, die Zapfensamen ähneln. Ja, ist ein bisschen tricky, wüsste ich jetzt aber nicht. Zumal müssten die ja dann die Beeren auch ins Maul nehmen und hätten dann dementsprechend auch das Gift intus. Also wäre ich bei C. Ja, aber das kann ja trotzdem passieren. Also ich bin bei C. Das ist einzig sinnvoll in meinen Augen. Okay, wir haben C eingeloggt. Außer die sind halt wirklich Suizidgefährdet, denn ist das mit dem Fuchs auch nicht so. Das Grauhörnchen hält keinen Winterschlaf. Wie heißt deswegen muss es für große Futtervorräte sorgen. Im Laufe der kalten Monate nagt es hunderte von Zapfenkahl. Doch die Futterdiebe lauern überall. Forscher der Wilkes University in Philadelphia beobachteten, tatsächlich graben Grauhörnchen Löcher und täuschen vor, dass sie etwas hineinschieben. So ist etwa jedes fünfte ihrer Depots leer. Dies ist der erste Beleg für gezielte Täuschungsmanöver bei Nagetieren. Sie sind so schlau. Weil Eichhörnchen sind ja meistens immer im Baum und da können sie es gut täuschen. Also, nächste Kategorie. Ich nehme Globus. Okay, alles klar. Jetzt macht Fuha hier ernst. Immer alles, was hier wild ist, nehme ich. Auf dem Globus? Ja, bitte. Ja, viel Spaß damit. Ja, das wird wieder lustig. Welche Uhrzeit gilt am Südpol? Zulu-Zeit? B. 24 verschiedene Zeiten? Oder C. Keine Uhrzeit? Keine Uhrzeit kann ich mir nicht vorstellen. 24 verschiedene Zeiten. Kann natürlich sein, dass da irgendwelche Bahnen zusammenlaufen, aber ich nehme die Omega-Zeit. Ich habe keine Ahnung. Du hast auch keinen Bock mehr, wie es aussieht. Nee, ich hab keinen blassen Schimmer. Was ist das für eine Frage? Alter Vater. Das kann doch nicht angehen. Was ist das für ein Bullshit? Ich kenne Omega-Zeit nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es die Omega-Zeit ist. Ich könnte mir einzig die 24 verschiedenen Zeiten dadurch erklären, du hast ja verschiedene Zeitzonen. So in Florida ist jetzt zum Beispiel 7 Stunden hinter Deutschland hinterher. Und dementsprechend ist in Asien jetzt keine Ahnung wie viel Uhr. Ich kann mir natürlich vorstellen, weil unten alles auf einem kleinen Punkt zusammenläuft. Ja genau, so wie Phoenix gerade schon schreibt. Also mit den 24 verschiedenen Zeiten könnte durchaus sein. Aber ich könnte mich jetzt natürlich, wenn ich mich jetzt noch umentscheide, ist natürlich doof. Wie du möchtest. Ich habe halt keine Ahnung, was eine Omega-Zeit ist. Also das mit den, ne, wie Phoenix schon schreibt, mit den Zeitzonen könnte ich mir halt durchaus auch vorstellen. Ja, da laufen halt sämtliche Zeitzonen zusammen, aber ja. Vielleicht haben die auch gesagt, hey, scheiß drauf, wir machen da einfach eine separate Zeitzone. Das ist nämlich das. Es ist halt schwierig. Ja, was willst du nehmen? Es könnte beides sein. Es könnte A oder B sein. Ich nehme A. Ich probiere einfach mal A. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte B genommen. Wir überprüfen das jetzt. Phoenix tendiert auch zu B. Im 19. Jahrhundert wurde die Eisenbahn erfunden. Das Problem, was hat der mit der Zeitzone da unten zu tun? Waren schwierig, da es keine Zeitzonen gab. Diese wurden erst 1844 eingeführt. Dafür entstand am Südpol ein neues Problem. Sich für eine genaue Uhrzeit zu verabreden, ist nach wie vor schwer. Denn alle Zeitzonen laufen dort zusammen. Es gibt also 24 verschiedene Zeiten am Südpol. Na, siehste. Bitte. Also, leider kein Geld. Ich werde aber mal googeln, was eine Omega-Zeit ist. Ist das nicht Zulu-Zeit? Also, nächste Frage. Omega. Also, Militär. Winkelgeschwindigkeit. Okay. Du googelst da einfach mal. Ich blamier mich in Medizin. Ja, schwierig. Kann nur peinlich werden.
Was wurde früher empfohlen, ich hab noch 0 Dollar, sich vor Euro. Malaria zu schützen? A. Tonic Water trinken, B. Rote Beete essen oder C. Zuckerrohr kauen? Boah, Malaria ist doch hier diese übertragbare Krankheit mit den Mücken, was in Afrika so Dingens ist. Easy. Oh. Hallöchen, Cyber, genau, das Mückending. Boah. Ich hätte eine Tendenz. Also kommt halt nur drauf an, wie weit früher. So, jetzt, lass mich mal kurz überlegen. Antworten noch nicht vorsagen, bitte, Chat. Meine Tendenz wäre Tonic Water, einfach weil wegen Alkohol. Alkohol regelt alles. So alte Weisheiten. Rote Beete. Ist man her. Ne, also, könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Zuckerrohr wäre noch eine Möglichkeit, weil wegen ist da, wächst da in den Gefilden. Ich frage das Publikum. Also ihr könnt eure Antworten gerne reinschreiben oder Tendenzen. Ich werde das Publikum befragen. Ich gebe das ab. Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen? Ja, stehen Sie ganz kurz auf einmal. Oh, ihr seid alle für A. Chinin? Ist Chinin nicht das Zeug in Insektenpanzern? Ach nee, das ist, glaube ich, Zitin. Zitin genau. Oder sowas. Zitin oder so. Und Sie glauben, das beantworten zu können. Ja, so, schauen wir mal. Bei New World. Ich tendiere also eindeutig zu Antwort A. Und die haben so eine, ja, darüber habe ich eine Doku Chitin, gesehen. Okay, er geht auch auf A. Das hätte ich auch genommen. Ich bin fein mit dem Publikum. Wir schauen, ob das auch wirklich ich bin gespannt. Chininpulver wird aus der Rinde des China-Lindenbaums gewonnen. Seit dem 17. Jahrhundert wurde es in malaria-gefährdeten Gebieten in kohlensäurehaltigem Wasser gelöst und als Tonic Water zur Malaria-Prophylaxe verwendet. Chinin verhindert die Bildung eines für die Malaria-Erreger wichtigen Enzyms im Blut. Heute sorgen wirksamere Medikamente für die Prophylaxe und akute Behandlung von Malaria. Tonic Water ist alkoholfrei. Okay, das hätte ich nicht mal gewusst. Richtig. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das Tonic Water irgendwas mit Gin Tonic und so zu tun hat. Ja, meine ich auch. Upsi. Was nehme ich denn jetzt mal, um 0 Punkte zu kriegen? Zahlen bitte? Nein. Ich nehme mal Essen und Trinken. Okay, komm, hier. Immer nur ein Dasselbe ist. Da drüben die Stimmung im Keller. Gönn dir, Huhai, gönn dir. Womit werden Cranberries in Nordamerika? Das weiß ich. Traditionell geerntet. Wind und Kescher oder Wasser und Rührbesen. Ich glaube, das weiß ich. Sand und Eimer. Warum Sand und Eimer? Wachsen die am Baum? Wahrscheinlich. Gehen wir stark von aus, wenn die so fragen. Sand und Eimer könnte ich mir vorstellen, die halten den Eimer hoch, dann ist es da drinnen ordentlich verpackt und dann reißen die es zur Seite weg, dass dann irgendwann abreißt. Ich habe keine Ahnung. Wind und Kescher. Da musst du ja erstmal Wind besorgen. Also wartest du denn, bis ein Tornado kommt oder wie machen die das? Och, dann ist das Zeug woanders. Dann stehen die da im F3-Tornado und halten da den Kescher hoch oder was? So, dann haben sie da 1% von den Berries und 99% Hausmüll. Und Wasser und Rührbesen? Nein, du darfst mir nicht helfen. Ich habe eine Tendenz. Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme einfach C. Wasser und Rührbesen. Ich habe keine Ahnung. Lockst du das ein? Ja, ich locke C ein. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Okay. Keine Ahnung, was das alles für Blödsinn ist. Halte ich für unwahrscheinlich. Ich meine, dass es bei diesen Cranberries der Fall ist, dass die Felder mit Wasser geflutet werden, damit man dass die sich leichter von diesen Sträuchern lösen und dann einfach nur noch... Die wachsen nicht am Baum. Ich meine, das sind Sträucher. Ich meine, diese Felder werden mit Wasser geflutet, wenn ich mich nicht komplett jetzt irre und in die Nesseln setze und mich mit irgendwas anderem das verwechsel. Reis? Nee, Reis wächst ja im Wasser.
Wir lösen naja, es deswegen. Auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen ich es auf. Ja, das sind aber auch Cranberries sind überwiegend in Nordamerika verbreitet und wachsen an Büschen. Für die Ernte im Herbst werden die Felder geflutet, bis das Wasser knapp einen halben Meter hoch steigt. Gut. Hey. Mit einem sogenannten Rührbesen als Erntegerät wird das Feld durchpflügt. Durch den entstehenden Rührbesen. Lösen sich die Beeren. In Deutschland nennt man das Drescher. Ja, Mähdrescher. Das ist kein Rührbesen in meinen Augen. Können. Das ist so ein verregneter Sommer in Deutschland und das machen die Bauern auf dem Feld. Fahren einfach mit dem Drescher da durch. Gibi. Ja, Mann, ich kann zumindest was setzen. Wir haben noch vier Kategorien. Mhm. Fun Fact, hättest du so oder so auch können, denn... Wenn ich Euro krieg. Richtig. Ja, ja. So, Ich lag so einer auch mit so einem Rührbesen. So, ich nehme mal was, bin ich. Demnächst, wenn ich meinen Pizzateig mache, bitte verrühren Sie alles ordentlich. Ja, warte, ich hole meinen Drescher. Als Hexenzahn bezeichnet. A. Zahn, der bereits bei der Geburt eines Babys entwickelt ist. B. Charakteristische Erhebung auf dem Nasenrücken. Oder C. Gartengerät zur Unkrautentfernung. Aber warum habe ich eine Simpsons-Folge im Auge? Tut das nicht weh? Die Folge im Auge haben? Aber ja. Aber ist der... Ich weiß, welche Folge ich meine. Also ich weiß, dass ich definitiv es weiß. Ich werde auch nicht lange drum rumreden. Das müsste eigentlich der Zahn, der schon bereits bei der Geburt eines Babys vorhanden ist, sein. Der bei Maggie Simpson. Ich verstehe die Frage nicht und deswegen bleibt für mich nur A. In der einen Treehouse of Horror-Folge. Wir schauen jetzt da hat gemeinsam auch einen Zahn. Auf die Lösung. Der Hexenzahn ist eine altertümliche Bezeichnung aus dem Volksmund. Mediziner sprechen eher von einem angeborenen Zahn. Etwa einer von 10.000 Neugeborenen weist diese vorgeburtliche Entwicklung auf. Er hat schon Dosenöffner mit dabei. Da möchte ich nicht als Frau stillen, wenn so ein Zahn schon da ist. Ja gut, der Zahn eben, der sah ja noch nicht so scharf aus. Das tut trotzdem, glaube ich, an einem Nippel weh. Betroffene Kinder haben somit bis zu ihrem bleibenden Gebiss eine Zahnlücke. Und damit neuer Die heißen Rührbesen. Noch drei Kategorien haben wir zu spielen. Ah, puhai. Ich nehme Zahlen, bitte. Ohoho, jetzt gehst du aber ganz wild hier. Schon die ganze Zeit. Nur nicht. Nur ungefähr 2% der Weltbevölkerung. Okay, das ist schon mal nicht die Sonnenkrankheit. Linkshänder sind mehr, haben grüne Augen, sind Inder. Oh Gott. Wie viele haben wir? 8 Milliarden. Ja, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren haben wir die 8-Millionen-Marke geknackt, richtig. Milliarden, ja. Weil 8 Millionen ist gerade mal eine deutsche Großstadt. Nee, nicht mal. Indien. Du willst zahlen? Du weißt, Rechnung kommt hinterher. Ja, meine Rechnung wird nicht so hoch ausfallen, weil ich habe gerade mal 500 Euro. Haben grüne Augen. Nee, grüne Augen. Wobei, viele haben braun und blau. Ist halt die Frage, ob da nur pure grüne Augen reinziehen oder auch grün-braun. Weil grün-braun... Nee, es geht um grün. Es geht nur um grün, nichts reininterpretieren. Also pure grüne Augen haben wenige, glaube ich. Gibt das überhaupt pure grüne Augen? Ja. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Gibt es wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe braun-grün. Ja, ich habe braun mit keine Ahnung was. Ich glaube auch ein bisschen grün drin. Müsste ich ein Foto angucken. Ich weiß es nicht. Aber Inder, haben die... Wenn man sich Asien anguckt, Asien hat auch so übelst viele Leute. Amerika hat auch nochmal einen ganzen Batzen hinterher, Südamerika eher weniger. Afrika hat mehr Einwohner, als man sich vorstellt. Ich würde also 2% könnte mit Indien. Chen Luffy. Könnte halbwegs hinkommen. Ich tippe mal auf Indien, also C. Du sagst Inder? Grüne Augen. Ja, ich glaube, das haben mehr. Willst du das Publikum fragen? Ach, scheiß aufs Publikum. Das hat er nicht gesagt. Ja,
Wenn es jetzt ein Inder ist, dann sagt er C. Wenn er grüne Augen hat, sagt er B. Wenn er Linkshänder ist, sagt er A. Ich sag C. Okay. Ich hätte tatsächlich eher grüne Augen gesagt. Linkshänder, glaube ich, sind mehr. Ich hätte jetzt Linkshänder so irgendwie bei 10-15%. C kann nicht sein. Ich nehme C. 1,3 Milliarden Inder gibt es. Das ist interessant. Wir lösen das jetzt auf. Ups. Weit über 7 Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. Jeder von ihnen ist einzigartig, doch einige fallen besonders auf. Und zwar die mit grünen Augen. Für die Pigmente in der Iris sind mehrere Gene verantwortlich. Und wer grüne Augen hat, dessen Körper produziert geringere Mengen Melanin. Sieht irgendwie creepy aus. Meist stammen grünäugige Menschen aus nordischen Ländern wie Finnland, Norwegen oder Island. Diese besondere Augenfarbe haben nur etwa 2% der gesamten Weltbevölkerung. Das sieht echt komisch aus. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Dass einer pure grüne Augen hat. Ja. So, zwei in 1,3 Milliarden, das sind denn ja, keine Ahnung, wie viel? 20%, naja, 10%? Oh. 11, 15, 15. Oh, Moment, da habe ich was vorbereitet. Rechne mal ruhig weiter. Du kannst ruhig das Ding da anmachen, diese Animation mit dem... Ja, ja. Mach mal, rechne mal. Bei 8 Milliarden davon 1,3 abziehen, also 1,4 abziehen, ich sage ungefähr 15%. Was ist denn 15? Na, doch. 15 mal 8? Du, ich rechne nicht mit. Kannst du knicken, da kann ich nur verlieren. So, ich nehme im Grün. Acht durch 100 mal 1,3 sind 0,104, also 10%. 10,4% oder so. Ihrer Knolle einen kleinen Regenbogen erzeugen. Ich weiß, dass das ein... Richtiger Rechenweg? Ich weiß, dass die Stinkmorchel ein Pilz ist. Mit ihrer Knolle einen kleinen Regenbogen erzeugen? What? Um sie fortzupflanzen? Bitte. Ja gut, also in Frankreich ist ja alles eine Delikatesse. Ich überlege gerade, wie eine Stinkmorchel sich fortpflanzt mit dem Stinken. Wie das funktionieren soll. Das würde ich gern sehen wollen. Ist im Spätstadium eine Delikatesse in Frankreich. Ich weiß, es ist ein Pilz, aber... Also stinkt, um sich fortzupflanzen, ist das nicht einfach nur, dass die stinkenden Sporen oder die Pollen durch die Gegend geschubst werden? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Irgendwas anderem befruchtet? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach, ich will, dass die einen kleinen Regenbogen erzeugen können. Einfach, weil wegen ist so. Also ich liege so weit vorne. Kannst du auch mal riskieren. Ja, also richtig. Bei dem Low-Gegner heute. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Ich hätte aber auch eher A gesagt. Die gemeine Stinkmorchel ist ein weltweit vorkommender Pilz. Im Frühstadium bildet sich das Hexenei. Anschließend entstehen Stiel und Hut. Die olivgrüne Sporenmasse, die Gleba, ist ein schleimiger Überzug. Sie stinkt nach Aas. Jetzt weiß ich, wo Macken die Eisform her. Ungenießbar für Menschen. Dafür lieben Insekten den Geruch. Sie nehmen die Gleba auf und helfen dem Pilz so bei der Fortpflanzung. Das macht Sinn. Ich habe jetzt nicht zugehört, aber ich gehe mal davon aus, dadurch, dass ich gerade einen Insekt gesehen habe, dass die Dinger stinken, letzte damit die Insekten da hinkommen, ja. Was weiß ich, Aasfresser sind und das sowas. Fragezeichen. Und dann den Scheiß weitertreiben. Genau. Wenn Opa auf das Bückeisen stieg, pflügte er den Acker, B, ging er auf ein Plumpsklo oder C, drehte er eine Runde mit seinem Motorrad. Was ist denn? Ich diskutiere nicht lange, nimm B. Ich habe keine Ahnung, was das Schriftlicher ist. Aber das macht die Kuli mehr fett. Mach mal B, ohne Publikum und alles. Das ist aber falsch. Das ist mir egal, ich möchte aber, dass es richtig ist. Nee, es müsste eigentlich C sein. B, hier ist der Bückeisen dieses Motorrad. Wenn Opa erzählt, er wäre in seiner Jugend auf sein Bückeisen gestiegen, dann war er vielleicht Mitglied in einer Motorradgang. Da
Das Bückeisen war nämlich früher eine Bezeichnung für Alter, wie kommen die denn von dem Ding auf die Radesel beim Fahrrad? Also gebückte Haltung eine Spritztour gemacht hat. Okay, das ist eigentlich auch nur ein Fahrrad, was er da fährt. Das hätte ich gewusst. So, ich gehe all in und nehme C. Wow. Schaut mal ganz kurz auf den Kontostand. Los, all in oder Loser? Team Bernhard, 500 Euro auf dem Konto. Scheiße. Das Team Elton, 2500 Euro auf euer. So, wer ist dafür, dass Olli all in geht? Ja, ich gehe all in. Einfach für das Fail. Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Welches Thema jetzt kommt. Und wer dann die richtige dann Antwort Musik. Hat, oder wahrscheinlich, besetzt, ja. Oder Kunst, irgendwie so Blödsinn. Die Kategorie. Oh. Ja gut, das ist ja fast das gleiche wie Kunst. Die Kategorie, aus Blödsinn. Der heute die Masterfrage kommt, ist Kontinente. Dankeschön, Missy. Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. Was machen wir eigentlich bei einem Unentschieden? Hat dann gewonnen. Du. Weil du einfach für den Fun gerade all in gehst. Du müsstest rein theoretisch 1.000 einsetzen. Ich würde eigentlich theoretisch nur 1 Dollar, 1 Euro setzen, aber hey. So, warte mal, das ist hier all in, das ist hier all in. Beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. Hier ist die du könntest rein theoretisch 1.499 setzen und würdest trotzdem beim Verlieren noch einen mehr haben. Am höchsten über den Meeresspiegel. Am höchsten Asien, über den Meeresspiegel. Südamerika Asien. Oder C, die Antarktis. Die Zeit läuft jetzt. Durchschnittlich. Du sagst Asien? Asien, ja, ich sag Asien. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht. Antarktis hat durchaus ziemlich viel Wasser, also Eis, Wasser. Dementsprechend ist Antarktis ziemlich hoch gelegen, aber ich glaube ich nicht. Durch die Gebirge, die sie haben. Ich nehme einfach was anderes, auch wenn ich es eigentlich nicht machen würde. Ich habe jetzt einfach Südafrika genommen. Südamerika. Gesetzt. Das Team Bernhard Südamerika ist ziemlich flach. Krass, ganze 500 gesetzt, up. So, oh, das Publikum am Ausrasten. Ihren Tipp abgegeben. Oh nein, er verkackt jetzt alle. Ich glaube Asien, die haben einfach übertrieben. Ja, die haben den Mount Everest und alles. Ja, haben die nicht irgendwie, keine Ahnung, 4 der, keine Ahnung, 8000er oder so? Schauen wir auf die Auflösung. Ragte nun durchschnittlich. Durchschnittlich war ja die Frage am höchsten über den Meeresspiegel. Es ist 960 Meter hoch. Durchschnittlich über dem Meeresspiegel liegt. Lippenlesen ist bei einer Computeranimation echt schwierig. Das ist falsch. Er trollt. Wie hoch ist denn die Antarktis? Und 2200 Meter über dem Meeresspiegel ragt die Antarktis. Und Südamerika ist auch falsch. Die Antarktis ist richtig. Und damit. Jetzt wäre halt die Antarktis gewesen. Kein Geld für unser Publikum. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder pünktlich um 18 Uhr. Guck mal, haben wir diese Animation auch mal ausgetestet? Was war denn jetzt die Antwort? Weil ich hab nicht zugehört. Antarktis. Wegen Eis und so weiter. Durchgewachsen ist und durchschnittlich irgendwas mit 2000 noch was. Ui. So, aber Fuhai hat ja vorhin extra gesagt, das zählt als ich hätte gewonnen. Das hab ich nicht von dir gedacht. So eine Blamage. So. Wir sind ja keine Arschis hier. Nee, Wagner hat gewonnen. So, die Punkte gehen raus an Lea und zwei weitere. An Alec. Und Phoenix. Ja, viel Spaß mit meinen 172 Punkten. So, eine würde ich noch machen. Ja, eine würde ich auch noch mitmachen. Macht mehr Spaß, als ich dachte. Weil es nicht so groß ist und deswegen mehr höhere Flächen auf kleinerem Land. Ja, gut, ergibt Sinn. Ja. So, die Nachricht ausblenden. Dann kann ja Missy schon mal die nächste Umfrage starten. 8000er in Asien. Da gibt's genügend. Der Shisha Pangma, Mount Everest, K2, Hidden Peak, Lhotse, Nanga Parbat, was?
Gesundheit. 8000er bezahlen wir die 14. Ach, du bist am Handy? Ist ja kein Thema. Dann mache ich das eben. Moment. Prediction. Prediction. Zip. Vorhersage starten. Wer gewinnt die aktuelle Runde? Pam, pam. Ihr kriegt wieder 10 Minuten Vorhersagezeit. 10 dieser Berge befinden sich im Himalaya und 4 im angrenzenden Karakorum. Möchtest du wieder James sein oder? Würde ich machen. James. So, zack. China, so. China, Indien. Letzte Runde. 8, 9. 9 der, 9 der 14 höchsten befinden sich in China. Ja, moin. Also, 9, moin. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt wieder für ein Random Fact kommt. Heute bei der weißen Sowas, Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Ja, wer weiß denn sowas? Wer weiß denn sowas? Und eine spannende Information gleich. Ich muss gewinnen, weil sonst kriegt Josi keine Leckerlis. Wussten Sie eigentlich, dass die deutschen Fußballnationalspieler der Mannschaft 1954 sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft unbezahlten Urlaub nehmen mussten? Oh. Und noch ein Leckerchen für die kleine Maus. Sie kriegt jetzt sogar 2, weil ich das letzte vergessen habe. Ich freue mich natürlich auch sehr über unser Publikum hier im Studio. Und wir schauen mal, wie sich das Publikum heute entschieden hat. Guck mal, bei dir sind schon wieder 70 Leute. Wer heute hier das Rennen macht, welches Team gewinnt. Das Team Bernhard. Die mögen Elton. Du bist ja 40 treu. Kann man sich das A, B, C, C, 11 gehen nachrüsten lassen? Schwierig. Oh, 80. Oha. Jetzt wollen sie es aber wissen. Jede richtige Antwort. 500 Euro plus 2 Publikums- ich mach mal kurz einen Screenshot, um zu sehen, ob das wirklich 80 sind. Das sah nicht aus. Ich glaube auch nicht. Ach du Scheiße. Total genial. Unser Körper. Hm. Was bin ich? Tierisch, tierisch. Insekten. Im Grünen. Clever. Genial, Körper. Was bin ich? Tierisch, tierisch. Okay, Erfinder, Insekten. Sport. Und damals. Oh mein Gott. Insekten haben wir jetzt eine ganze Menge drüber gelernt eben. Das Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Welche Kategorie soll es denn die Eröffnung sein? Gut, ich möchte irgendwas, was ich weiß. Total genial oder clever? Ich nehme clever. Dann nehmen wir clever. Ich bin mal gespannt, wer von uns die Sportfrage nimmt. Was sollte beim Einsatz eines Breters aus Ton unbedingt vermieden werden? Oh, Scheiße. A, das Fleisch vorher zu marinieren, B, den Ofen vorzuheizen oder C, den Tonbreter vor Gebrauch zu wässern. Was? Da ich gleich gehe, denke ich, mache ich nicht mehr mit bei der Umfrage. Lea, du kannst da auch mitmachen. Das wird auch, nachdem man nicht mehr im Channel ist, wird das ausgelobt. Es wird ja gespeichert, wer für was abgestimmt hat. So. Vermieden werden. So. Das Fleisch vorher zu marinieren. Den Ofen vorzuheizen. Ich hätte gesagt, den Ofen vorzuheizen brauchst du nicht machen, weil der, wenn der Bräter kalt ist. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Und dann in den warmen Ofen kommt. Braucht er ja eh wieder 10 Jahre, bis der irgendwann mal die Wärme hat. Ein Tonbräter vor Gebrauch zu wässern. Ich musste mir bei Google erstmal angucken, was ein Tonbräter ist. Ein Tonbräter ist im Endeffekt so ein langgezogenes, großes Riesengefäß. Ich hätte hier einen aus Metall in der Küche, den ich eben holen könnte. Das Wasser macht für mich Sinn. So, das Fleisch vorher zu marinieren. Warum sollte das dem Tonbräter schaden? Also ich sage einfach, es ist den Ofen vorzuheizen, weil das keinen Sinn macht, meiner Meinung nach, weil der Tonbräter kalt ist und ewig viel Energie bräuchte, um sowieso dann auf die Temperatur zu kommen. Deswegen hier, gib ihm.
Komm in den B. Gib ihm. Wir haben B eingeloggt. Hier ist die Lösung. Tonbräter, oder auch Römertöpfe genannt, eignen sich besonders für langsames Schmoren. Wichtig ist, den Tonbräter vor Gebrauch gut zu wässern, sodass er das poröse Material mit Wasser vollsaugen kann. Nach der Bestückung sollte jedoch tunlichst vermieden werden, den gefüllten Topf in einen vorgeheizten Ofen zu stellen, denn Tonbräter sind empfindlich. Sie reagieren auf große Temperaturschwankungen und können zerspringen. Also den kalten Backofen langsam anheizen. Ja, gut. Falsche Herleitung, richtige Antwort. Das ist egal. Es geht nur das Ergebnis. Genau. So, ich muss jetzt die erste Frage richtig beantworten, damit ich schon mal meinen letzten Stand überholt habe. Die Haut's zamm. Richtig. So, was hätten Sie denn gern? Ich nehme Elton 500. Nee. Oh, was ein Scheißwitz. Ja. Ich nehme Erfinder. Mhm. Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Zu Gutenberg. Der Naturforscher Horace Benedict de Saussure konstruierte ein Messinstrument für die Gesänge der heimischen Singvögel, für den Geruch von Lavendel oder für das Blau des Himmels. Für das Blau? Was? Was ist denn da schon wieder für ein Blödsinn? Ja, was hat denn der Herr Dingsbums da gemacht? Ein Messinstrument. Womit, also was kann man messen? Den Geruch von Lavendel, klar, könnte man messen, aber macht das ein Naturforscher? Naja, Lavendel ist Natur. Ja, aber ich würde Naturforscher, würde ich schon eher mit irgendwelchen, obwohl das ist ja ein Tierforscher. Also so ein, ne? So ein Tiertypi. Tiertypi-Macker-Dings. Nö, nicht zwangsläufig. Natur ist ja alles. Natur kann sowohl ein Tier sein, als auch eine Pflanze, als auch also der Himmel. Für das Blau des Himmels würde ich ausschließen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das schwachsinnig. Ein Leckerchen für die kleine Maus. Ist ein Messinstrument für die Gesänge der heimischen Singvögel der Natur. Benedict de Saussure ist Franzose wahrscheinlich. Möglich. Woher kommt Lavendel? Aus der Natur. Ja, aber Lavendel würde ich auch auf Europa schubsen. Verkaufen wir auch im Baumarkt, by the way. Ja, gut. Ihr verkauft aber auch Sachen, die in China hergestellt wurden. Also von daher, das macht es, ja. Singvögel. Hat der sich mit Singvögeln beschäftigt? Singen und Vögeln. Geruch von Lavendel. Geruch von Lavendel. Ich habe keinen blassen Schimmer und nehme das Publikum. Okay, dann mache ich Google mal zu. Das Publikum möchtest du? Ja. Das ging ja fix. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich will. Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Ich würde ganz grob Lavendel tippen. Ich habe aber keinen blassen Schimmer. So, wen nehmen wir? So, wen soll ich nehmen? Ich nehme mal den, der meine Frisur hat, rechts. Gut. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ich denke ja. Es kann eigentlich nur Antwort C sein. Darüber habe ich irgendwie schon einmal was gehört. Er nimmt C. Okay. Kennst du den Typen? Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Okay. Der Naturforscher Horace Benedict de Saussure war ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Eines Tages fragte er sich, wo ist das Himmelsblau intensiver? Am Fuß eines Berges oder auf seinem Gipfel? Daraufhin entwickelte er gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Instrument zur Messung der Intensität der blauen Himmelsfarbe, das Cyanometer. Auf einem Kreis wurde eine Farbskala aufgetragen. Diese hält man in den Himmel und vergleicht den Farbton des Himmels mit der Farbskala. Sieht dabei nicht ein bisschen doof vor? Ich dachte mir auch gerade so, alles klar? Er klettert auf den höchsten Berg, den er da finden konnte, und stellt sich dann mit einem Kreis hinter Farben drauf an. Ja. Junge, Alter, er findet die Kamera und macht Fotos mit dir. So, wie machen wir weiter? Vor allem stelle ich mir das auch witzig vor, zu der damaligen Zeit muss dann hier auch einer noch mit einem Tuschkasten dahinterher und das Ganze dann aufmalen und genauso abwischen. Oh Gott. Gott sei Dank lebe ich nicht in diesem Jahrhundert.
Naja, hätten wir damals gelebt, dann hätten wir auch irgendeinen Blödsinn erfunden und heute würde jeder unseren Namen kennen. Also damals, vor 150 Jahren, da konntest du noch jeden Scheiß erfinden. So, im Grün nehme ich, oder? Ja, komm, hier. Die sogenannte Verpiss-dich-Pflanze schützt Gartenbeete vor Hunden, Katzen und Kaninchen, tötet Unkraut ab oder wird in Österreich verschenkt, wenn man jemanden okay. nicht mag. Okay, also ich habe einen wilden Gast. Ja, genau, angelockt. Weil es gibt nämlich eine Pflanze, kann die kannst sein? Du dir einbauen und da gehen die Katzen drauf. Die Verpiss-dich-Pflanze kam 2001 als eine Züchtung auf den Markt. Sie ist optisch eher unscheinbar, erlangte aber große Popularität aufgrund einer ganz besonderen Eigenschaft. Unscheinbar? Verkaufen wir auch. Deswegen verströmt sie ein für den Menschen nahezu geruchloses Mentholaroma. Dieses Aroma gefällt ungebetenen Gartenbesuchern wie zum Beispiel Hunden, Katzen oder Kaninchen überhaupt nicht. Sie halten deshalb zuverlässig mehrere Meter Abstand zu den Beeten. Das hätte ich auch mehr oder weniger rausgetippt. Ich kenne die. Ich weiß einfach, dass es eine Pflanze gibt, die Katzen verfolgt. Oder die Katzen nicht mögen. Wie machen wir weiter? Das war easy. So. Ja, jetzt darf ich mir wieder schwerer aussuchen, ne? Ich nehme Sport. Denn ist der Scheiß weg. Gut. Das ist schon relativ komplex. In Fußballstadien mit mehr als 50.000 Zuschauern werden 20 Tonnen Bratwürste pro Spiel verzehrt. B ist die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Laola 12 Meter pro Sekunde. Oder C sind die Fangesänge bis zu 170 Dezibel. Also 170 Dezibel, nein. Da würden dir die Trommelfälle kaputt gehen. Gute Nacht, Lea. Bratwürste. Eine Danke. Bratwurst wiegt im Schnitt 100 Gramm. 100 bis 150 Gramm. Das mal 50.000. Nee. Nee. Du brauchst 10 für ein Kilo. Es muss ja irgendwas mit 50 rauskommen, wenn es 50.000 Zuschauer sind. Wobei, es ist ja nicht jeder eine Bratwurst. Aber einige fressen dann auch gleich 3. Ich würde 5 holen. Durchschnittsgeschwindigkeit einer Laola 12 Meter die Sekunde könnte hinkommen. Wenn man sich das anguckt. Doch, das könnte wirklich hinkommen. Ich tippe auf B. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Hätte ich auch gemacht. 12 Meter die Sekunde ist nicht viel. Ja, aber die Laola-Welle, wenn man sich das so anguckt, wenn man das so aus Videos sieht, wenn die Laola-Welle, es kann durchaus hinkommen, dass die wirklich in einer Sekunde einfach so einen Block abdeckt. Also das mit den Fangesängen könnte auch gut hinhauen, aber ich glaube, die Laola ist am wahrscheinlichsten. Fangesänge würde ich so auf... Dezibel, das kriegst du nicht einfach mal eben hin. 170 Dezibel, da platzt dir alles bei weg. Ja, es heißt ja nicht, dass du alleine 170 Dezibel hinhauen musst, sondern das ist ja die Menge. Ja, aber du sitzt ja trotzdem da drinne. Ja, du sitzt da vielleicht da drinne, aber gemessen wird dann ja weiter vorne. Also könnte auch sein, aber ich wäre auch bei B. Ich würde vom Gefühl... Ja, also ich glaube einfach 170 Dezibel ist einfach zu laut. So, schauen wir mal. B eingeloggt. Ja, wer weiß, ne? Würde mich ja auch interessieren, wenn da jetzt 10 Leute sind, die alle mit 100 Dezibel brüllen, ist es denn im Ergebnis lauter? Addiert sich das? Stadion mit mehr als 50.000 Zuschauern genauer beobachtet und herausgefunden, die Stadionwelle Laola rast in der Regel im Uhrzeigersinn durch das Stadion und dabei schafft sie im Schnitt 12 Meter in der Sekunde. Durch die intuitive Zusammenarbeit der einzelnen Personen kann sich die Welle sogar schneller bewegen als letzte eine Runde. Rennende Person. Ich war auf Konzerten, die auf 120 Dezibel begrenzt sind und die sind lauter als Stadionpublikum. Okay. Wir kommen zu eurer nächsten Kategorie. Addiert sich. Verrückter Dudi. Addiert sich Lautstärke. Die Addition zweier gleicher Schallpegel führt zu einem um 3 Dezibel höheren Summenpegel, was eine Verdopplung der Schallleistung entspricht. 55 Dezibel plus 55 Dezibel sind 58 Dezibel. Okay. Wieder was gelernt. Dann nehme ich jetzt einfach mal total genial. Total genial finde ich super. Ich würde es ja unerwartet finden, wenn du Vögel nehmen würdest. Geruch in frisch gestrichenen Räumen schneller entfernen. Oh, scheiße, auch noch eine Baumarktfrage, ey. Mit
Salz verteilen, B, einen Strauß frische Tulpen aufstellen oder C, altes Brot über Nacht auslegen? Hätte zwei Vermutungen. Ja, wahrscheinlich A oder C, ne? Nein, B oder C. Weil Grünzeug ist einfach so der natürliche Filter. Das wäre so mein Guess ja, bei B. Ja, also ich und weiß. C wäre sowas wie, als wenn du Alkoholtrinker bist, so dass die feuchten Partikel, die in der Luft rumschwirren, dass die sich ins Brot saugen. Das wäre mein ehester Guess, weil das mit den Blumen, ja. Es gibt Blumen, die Schadstoffe oder es gibt Pflanzen, die Schadstoffe und so weiter aus der Luft rausnehmen. Aber wenn ich C sage, dann könnte auch A funktionieren. Weil das richtig, das ist halt eben das, was mich ja halt gerade so triggert, weil es geht ja sowohl bei A als auch bei C geht es darum, um die Feuchtigkeit aus der Luft rauszukriegen. Warum helfe ich dir eigentlich? Weiß ich auch nicht. Weil das interessant ist. So ein Strauß, frische Tulpen. Ein Strauß? Reicht ein Strauß? Boah, es ist ja auch nur ein Raum, ne? Ja gut, aber wenn es ein großer Raum ist? Ja gut, das trifft dann auf alles. Dann brauchst du einen großen Strauß. Also mit Salz, wenn ich Salz verteile, dann, das ist eher so der Fall, wenn Blue in seinem Büro sagt, schreib in das Buch, wie alt bist du, wo bist du, wenn er wieder Phasmophobia spielt. Und ich irgendwann echt die Tür aufreiße und ihm so ein gekritzeltes Buch an den Kopf knall. Phoenix, bitte nicht spoilern. Nicht die richtige Antwort schon schreiben. Nee, also ich wäre echt beim Salz gewesen. Deswegen nehme ich das jetzt auch, weil ich lasse mich jetzt nicht spoilern. Nee, also ich vermute, ich nehme A. Gerne mit Rätseln. Aber wenn jemand die richtige Antwort weiß, mal, bitte nicht schreiben. Oh, ich ignoriere eigentlich den Chat immer. Wer dem unangenehmen Farbgeruch nach einer Renovierung zu Leibe rücken möchte, sollte mehrere kleine Schalen mit Salz aufstellen. Dieses zieht die Feuchtigkeit aus der Luft und bindet so den Geruch der Wandfarbe. Ja, guck mal. Das Salz sollte allerdings nach der Benutzung nicht mehr zum Kochen verwendet werden. Ja, weil Brot ist halt so wenig, finde ich. Aber gut, kann ich jetzt leicht sagen. Ja, es hätte halt beide so gleich funktioniert. So in meinen Augen. Aber Salz zieht natürlich die Feuchtigkeit wesentlich krasser an als Brot. Also man kennt es ja, weil sonst würde man ja auch sagen, ey, dein Handy ist ins Wasser gefallen, ja, dann packst du auf eine Scheibe Brot. Ja, ich hätte jetzt Reis da noch irgendwie vermutet oder so. Was hättest du denn gerne? Ich nehme Vögel, dann brauchst du das nicht. Gott sei Dank. Klingt am vernünftigsten. Ja. Ne, ich bin halt lieb. Flamingos. Weg. Flamingos, genau. Warum sind sie rosa? Stehen immer auf dem linken Bein, haben hellblauen Nachwuchs. Der Nachwuchs ist weiß, glaube ich. Das ist möglich, Missy. Bitte? Ich würde sagen, die nehmen doch ihre Nahrung kopfüber auf. Die müssen das doch so machen, weil die haben doch den Kopf nach unten. Die stehen doch die ganze Zeit. Die legen sich ja nicht auf den Boden und fressen. Und Hände benutzen die auch nicht. Stehen immer auf dem linken Bein? Nein. Oder? Warte mal. Flamingos, stehen die immer auf dem linken Bein? Tut das denn nicht irgendwann weh? Ich nehme A. Einfach A. Legen wir erstmal zurück, denken wir also, ich hätte auch A gesagt, weil ich meine, die gehen mit dem Kopf runter und dann haben die das ja quasi schon kopfüber und schnattern das dann quasi, sag ich jetzt mal so, in den Rachenhalsraum nach hinten. Die müssen es nur in den Mund bekommen. Wenn die danach wieder hochgehen, haben die trotzdem ihre Nahrung kopfüber aufgenommen. Genau. So, das Unterschlucken ist wieder was anderes. Da steht nicht, wie essen sie. So meine ich das nämlich auch. Und hellblauen Nachwuchs haben die nicht. Der ist, glaube ich, weiß. Ja. Weil die Flamingos werden ja nur rosa, weil sie ja normalerweise Schalentiere und so weiter essen. Genau. Und da dann den Farbstoff mit aufnehmen. Und stehen immer auf dem linken Bein. Das mag vielleicht für einen Flamingo gelten, indem sie das rechte Bein abgenommen haben. Aber ansonsten stehen die eigentlich auf beiden und wechseln das auch mal durch. Genau der Meinung bin ich auch. Deswegen, also A ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt und hier ist die Lösung. Flamingos ernähren sich hauptsächlich von Plankton und Kleinkrebsen. Die schon eher. Der Schnabel taucht wie eine Schöpfkelle unter Wasser.
Mit ihrer kräftigen Zunge. Da schnattern sie. Das Essbare an ihren oberen Schnabel. Im gleichen Prozess ging ja nur darum, wie sie die Nahrung aufnehmen, wie sie runterschlucken. Da ist anstrengender für die Vögel. Deswegen, die Giraffe macht es auch nicht anders. Die Giraffe nimmt es auch kopfüber. Geschieht das alles kopfüber. Ja, sieht trotzdem bescheuert aus und ich hasse Vögel. Also, 500 Euro deswegen habe ich dir die Frage abgenommen. Ja, aber ich kenne meinen Feind. Damals. Nächste Kategorie für euch. Nee, damals nehme ich nicht. Damals. Insekten ist jetzt hier noch frei. Ich nehme aber unser Körper. Ich finde unser Körper aber nicht so. Ja, dann darfst du dich hier mal mit dem Scheiß auseinandersetzen. Wenn wir stark frieren, klappern unsere Zähne, weil der Magenhunger signalisiert und den Kreislauf anregt, B, die klappernden Bewegungen Wärme erzeugt, oder C, dadurch im Gehirn die Aufmerksamkeit verstärkt wird. Also ich weiß, dass wir zittern, um die Kontraktion? Keine Ahnung, aber ich weiß. Ich glaube, das ist die Kontraktion, also, ne, dadurch dann Wärme entsteht. Ich friere jetzt aufmerksam. Kontraktion, danke, Missy. Reicht das? Letztendlich ist es alles nur ein Muskel. Ja, im Endeffekt ist es ja ein Muskelzucken dann, dass die genau, Zähne klappern. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? So, der Magenhunger signalisiert und den Kreislauf anregt. Oh, macht für mich wenig Sinn. Dadurch im Gehirn die Aufmerksamkeit verstärkt wird. Dass man quasi wach bleibt. Wenn ich friere und zu sehr friere und unterkühle, schaltet irgendwann mein Hirn in die Ohnmacht um. Oh, Google ist ja mal richtig hilfreich dabei. Sehr gut. Danke, Google. Also ich würde da bei den Kontraktionen bleiben und würde das Klappern mit Wärme nehmen, auch wenn das meiner Meinung nach nicht viel Wärme erzeugt. Nee, hab schon eingeloggt. Ich möchte das jetzt erstmal wissen. Danach kannst du gerne sagen, was Google meinte. Welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Ein natürlicher Reflex. Wenn wir frieren, fangen unsere Kaumuskeln an zu zittern. Dadurch bewegt sich der Kiefer. Die Muskeln ziehen sich schnell zusammen und entspannen sich anschließend wieder. Diese Bewegung wird in Wärme umgewandelt. Zähneklappern ist somit eine Art Notfallheizung unseres Körpers. Okay. War richtig, aber... Wow. Google sagt, um sich dennoch warm zu halten, beginnt der Körper die Muskelpartien anzuspannen, um in Bewegung zu kommen. Die Bewegung erzeugt Wärme. So entsteht das typische, unwillkürliche Zähneklappern, das wir nur durch Konzentration auf die Kiefermuskulatur beenden können. Also es war keine ausschlaggebende Antwort bei Google. Okay. Hätte nämlich auch wieder Konzentration und Gehirn gepasst. Ja, aber gut, Hauptgrund ist ja eigentlich die Wärme. So, du bist dran. Ich nehme Insekten. Insektus Maximus. Es sind nicht die Motten, die Löcher in die Kleidung fressen, sondern ihre ätzenden Ausscheidungen nach dem Verzehr von Milben, ihre Larven, die aus den gelegten Eiern im Stoff schlüpfen, oder ein winziger Parasit, der die Motte heimlich begleitet. Nee, glaube ich. Okay, ich hätte jetzt irgendwas anderes gerechnet, aber okay. Nee, Parasiten sind das nicht. Die Ausscheidung, nein. Nach dem Verzehr von Milben. Dann müssen die ja erstmal woanders hin und sich die Milben schnappen. Weil die Milben ja nicht auf die frisch gewaschenen Klamotten sind. Oder fressen die erst vom Bett die Milben und gehen dann auf ihre Toilette, sprich den Kleiderschrank und sagen so, jetzt kacke ich immer dezent voll. Nein, ich bin der Meinung, also irgendwas frisst. Hallöchen, Drunken. Ich glaube, das sind die Larven, die da gelegt werden. Ja, sehe ich auch so, Phoenix. Ich nehme B.
Weil die Parasiten, nein. Wofür sind denn die Mottenkugeln? Damit die Motten wegbleiben, wären doch Parasitenkugeln sinnvoller. Naja gut, aber wenn du die Motten weghaben willst, dann hast du auch automatisch die Parasiten im Zweifel weg. Ja gut, aber wenn die Motten mir nicht schaden, dann kann ich auch einfach ein Insektenspray darüber knallen. Ja, Burger, genau das ist auch mein Ding gewesen. Ich hätte auch gedacht, okay, ich weiß es, aber das kam irgendwie nicht. Ich sag trotzdem B. Du sagst B? Ja, ich bin der Meinung B. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher auf A tendiert, lustigerweise. Aber gut. So, wir haben okay, wenn ich meine alten Klamotten loswerden will, hole ich mir ein paar Motten und lasse sie raufkacken. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Jeder kennt die Warnung seit seiner Kindheit. Motten im Kleiderschrank fressen Löcher in die Kleidung. Allerdings tut man dem Falter damit Unrecht. Die Motte legt innerhalb von 4 Wochen bis zu 250 Eier, vornehmlich in Wollpullover. Aus diesen schlüpfen dann kleine Larven. Und für diese quirligen Winzlinge ist Tierwolle eine perfekte Nahrungsquelle. Denn pflanzliche Fasern wie Baumwolle oder Leinen sind für die Larven nur sehr schwer verdaulich. Uah. Uah. Allein die Vorstellung, dass die einfach... Ne. Eigentlich habe ich keinen Kleiderschrank. Boah. Nicht so geil. Geht, geht. Ich habe das Bedürfnis, jetzt die Wäsche nochmal zu waschen. Da kann man sich echt freuen, wenn einfach nur Motten da drin sind und keine Larven. Ja, aber wo Motten sind, sind auch Larven irgendwann. Komm, ich nehme tierisch. Oder was bin ich? Tierisch. Ach nee, tierisch, komm. Tierisch. Tiere für die Quote. Wozu dienen die langen, dünnen Ausläufer am unteren Ende der Flügel einiger Nachtfalterarten? A. Zur Abwehr von Fledermäusen. B. Zur Stabilisierung beim Sturzflug. Oder C. Zur Erkennung von Artgenossen. So dienen die langen, dünnen Ausläufer am unteren Ende der Flügel einiger Nachtfalterarten. Muss denn ja links und rechts ganz am Ende sein, oder was? Wenn sie die ausbreiten. Ausläufer am unteren Ende der Flügel einiger Nachtfalter. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind damit die Spitzen gemeint von den Flügeln. Ja, als wenn du beim Flugzeug einfach so am Ende die Dinger da umklappst. Zur Abwehr von Fledermäusen. So, dann würden die hergehen und sagen, okay, die Fledermäuse haben mich mit dem Ultraschall entdeckt und dadurch, dass ich dann noch weiter so Zappeldinger habe, werden die verwirrt und können das nicht mehr richtig orten. Wäre eine Tendenz. Zur Stabilisierung beim Sturzflug. Nachtfalter, die wollen immer gegens Licht fliegen. Wegen dem Sturzflug? Im Sturzflug gegen die Lampe knallen, ja moin. Ja, kann man schon als Sturzflug irgendwo deuten, aber... Zur Erkennung von Artgenossen. Das Einzige, was ich... Boah. Ah, guck mal, das ist der Hubert, der hat den längeren, der ist von einer anderen Art. Ah, guck mal, das ist der Karl, der gleich lange. Der gehört mir. Und guck mal da ist der Peter. Der Peter, der war bei einer Fledermaus, ist von der Fledermaus angeknabbert worden. Der hat jetzt gar keine mehr. Da kommt der Nachtfalter namens Elton und hat nur auf einer Seite so ein Ding und fliegt nur im Kreis. Oh Gott. Ich hoffe, dass die immer gleich lang sind, weil wenn die unterschiedlich lang sind, dann fliegst du auch Slalom. Ja, das mit dem Ultraschall fände ich halt noch irgendwo... am sinnigsten. Die Frage zielt eigentlich darauf hin. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die haben so einen unfassbar langen, ich nenne es jetzt mal Hautfetzen. Dass ja. wenn die Flügel schlagen, dass das dann ja quasi mit die Vibration nach links und rechts bringt und dann genauso meine Tendenz. Und dann dementsprechend die Fledermaus verwirrt. Und die dann rechnet damit, dass der Falter eher links oder eher rechts ist. Also das wäre für mich halt das Sinnigste. Wobei, ich teile nur mal meine Gedanken. Ja, ich werde A nehmen. Stabilisierung beim Sturzflug. Die machen die Flügel dann weiter zusammen
und fliegen dann runter. Haben sie denn diese Penipsel, damit sie zusammen, also die Flügel sind zusammen und die haben die Penipsel da hinten nur zum Stabilisieren, damit die, ist nur ein Gedanke. Weil beim Sturzflug lässt du die Flügel nicht ausgebreitet, da klappst du die Flügel an. Du meinst ähnlich wie bei einer Katze, wenn die irgendwo in der Luft die Drehung macht und so weiter, zur Stabilisierung dann, ja. Beim Falken, weil wenn der Falke auf die oder der Adler auf die Idee kommt, er möchte straight nach unten fliegen, dann macht er die Flügel ran, dann lässt er die Flügel nicht ausgebreitet. Hm. Ja, gut. Dass die hinten zum Stabilisieren sind, während er runterflattert, dass er nur die Zentimeter da hat. Ich finde, Nachtfalter sind absolut underrated und die sind super schlau, haben von der Natur diesen Trick gekriegt mit diesen langen Antennendingern und werden deswegen von Fledermäusen schlechter gefressen und überleben deswegen. So. Dann nehmen wir A. Glaube ich auch. Ich wollte nur meine Idee noch mal teilen. Ja, alles gut. Wir werden es sofort überprüfen. Da wir hier eh das ganze Spiel schon zusammenspielen. Nachtfalter sind beliebte Beute von Fledermäusen. Mit ihrer Echolotortung machen sie die Insekten ausfindig. Um nicht geschnappt zu werden, haben manche Nachtfalterarten lange, dünne Ausläufer am Flügel. Okay, die habe ich jetzt nicht erwartet. Dies ist ein raffiniertes Fledermaus-Abwehrsystem. Da die länglichen Ausläufer die Echos besonders intensiv reflektieren, wird die Ortung gestört. Die Fledermäuse stürzen sich auf den ungünstigen Angriffspunkt und der Nachtfalter kann besser entkommen. Ist das nicht einfach nur ein Hoden, der da hin und her baumelt, während die fliegen? Ich hatte die Dinger irgendwie viel, viel länger im Kopf. Vor allen Dingen habe ich die an den Flügeln erwartet und nicht am Arsch. Auf dem Konto. Naja, es hieß am Ende. Ja, ich hätte an den Ausläufern der Flügel gedacht. Naja, gut. So, was hättest du denn gern? Ich nehme, oh Gott, ey, ich möchte jetzt nicht verkacken. Ich nehme damals, damit ich verkacken kann. Okay, alles klar. Irgendeiner muss es nehmen. Wer zwang in den 1960ern einen Toilettenhersteller, er solle sein Produkt Adios umbenennen. Oh Gott, Alter, Udo Jürgens? Also ich könnte mir alles vorstellen. Wobei ich die katholische Kirche, was verbindet die katholische Kirche mit Adios? Ist das irgendwie ein besonderer Gruß bei denen oder was? Ein bisschen arg. Spanisch könnte ich mir wirklich vorstellen, weil Adios bei denen einfach im kompletten Sprachgebrauch drin ist und ich würde nicht meine Verabschiedung gerne als Toilettenpapier bekannt haben. Dass wenn ich sage, jo, hau rein, dass es dann auf einmal Toilettenpapier ist. Adios, amigo. Ja, ey, du Toilettenpapier-Typ. Könnte ich mir vorstellen, Schlagersänger Udo Jürgens, hat der irgendwas mit Adios gesungen? Aber das ist jetzt eine wilde Frage. Ich hätte auf jeden Fall die Tendenz. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ich bin mir bei Udo Jürgens nicht sicher. Würde Udo Jürgens irgendwen verklagen oder wie auch immer oder irgendjemanden dazu zwingen, sein Toilettenpapier umzu. Nee. Dann hätte er das Lied einfach anders genannt, weil das Toilettenpapier hatte den Namen schon. Ich sag C. Wenn ich nicht möchte, dass mein Lied wie Klopapier klingt, dann nenne ich es anders. Ich habe gerade nebenbei einen Zeitungsartikel gelesen, der hat mich noch mehr verstört. Okay. So was? Du möchtest C nehmen? Ich habe keine Ahnung, warum. Adios. Wie gesagt, Udo Jürgens, der hätte das Lied einfach anders genannt. Die katholische Kirche, ich habe keine Ahnung, was die mit Adios zu tun hat. Deswegen sage ich, der spanische Ministerpräsident. Ich bin nicht jetzt sowas auf den Film gespannt. Wir nehmen einfach C. Ja, also wir loggen C ein. Hier ist die Lösung. Ein Düsseldorfer Unternehmen brachte in den 1960er Jahren das Toilettenpapier Adios auf den Markt mit dem Slogan Adios ist besser. Vertreter der katholischen Kirche sahen dies anders und beschwerten sich bei der Firmenzentrale. Adios käme schließlich aus dem Spanischen und hieße von Gott befohlen. Sie sahen darin eine Herabsetzung ihres Glaubens. Als schließlich sogar Strafantrag gestellt wurde, lenkte die Firma ein und zog die Werbekampagne zurück. Du könntest dich doof und dusselig verdienen damit. 2000 Euro. Das ist die schlechte in zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Was ist das für ein Blödsinn? Alter Vater.
Toilettenpapier mit göttlicher Begleitung, finde ich super. Ja, also, nee. Kommt denn auf so einen Schwachsinn? Du möchtest Gott nah sein, kaufe dieses Toilettenpapier. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, Blasphemie, next level. Erst Klopapier mit Heiligenschein, herzlichen Glückwunsch. Ach, was bin ich? Oh Gott, oh Gott. Wer sich mit dem Schirmschlag beschäftigt, arbeitet in der Forstwirtschaft, verdient sein Geld als Barkeeper oder repariert Computerbildschirme. Der Schirmschlag? Ist das nicht ein Displayschaden? Nee. Na, ich meine C. Ist das nicht einfach nur ein Displayschaden? Naja, wenn kaputt, dann kaputt, ne? Ja gut, aber kann ja auch sein, dass es dann einfach nur ein Schirmhau ist und kein Schlag. Vielleicht hast du ja einfach nur so kurz mal gegengeklopft. Und das ist ein Schirmklopf. Also ich wow. Also, ich... Ach, nee. Was ist denn, wenn ich den Controller da reinschmeiße? Dann ist es ein Schirm-Controller-Unfall. Arbeitet in der Forstwirtschaft. Ich meine... Ich kann mich da jetzt unfassbar vertun, aber gibt es nicht in der Forstwirtschaft so ein... Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Baum XY gefällt werden muss. Der kann vom Borkenkäfer und so weiter und so fort befallen sein und sonst was. Aber ist dieser Schirmschlag nicht eine Schneise, die du reinprügelst in so ein Waldstück oder sowas? Damit ich habe keine Ahnung. Ich wohne in einer Großstadt. Weißt du, wann ich das letzte Mal einen Wald gesehen habe? Ja, wow, ich wohne auch in der Großstadt. Ich bin nur auf dem Land groß geworden. Aber ich meine, dass du so eine Schneise da reinschlägst, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Sturm kommt oder sowas und so ein Riesenbaum umknickt, dass der nicht noch extrem viel mehr kaputt macht. Aber keine Ahnung. Aber andererseits macht das auch keinen Sinn, weil dann müsstest du ja den ganzen Wald quasi in so einem Schachbrettmuster einmal durchjagen. Sieht bestimmt lustig aus. Fun Fact am Rande, in Deutschland haben die im Zweiten Weltkrieg Bäume gepflanzt, die halt ungefähr 40 Jahre später geblüht sind und dann aussahen wie ein Hakenkreuz. Oh wow. Ja. Ich bleib bei meinem Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat mich bis jetzt nicht enttäuscht. Es klingt für mich sinnig. So, hier kommt die Irmschlag, ich würde auch nicht Computer nehmen. Um die Zukunft eines Waldes zu sichern, ist es wichtig, dass stets genügend Jungwuchs vorhanden ist. Zur Verjüngung eines Baumbestandes gibt es verschiedene Verfahren. Bei Buchenwäldern ist der Schirmschlag beliebt, bei dem größere Flächen durch Entnahme einzelner Bäume aufgelichtet werden. Ja, nun wieder aus. Die Lücken in den Kronen erreicht mehr Licht den Waldboden und die jungen Buchen können geschützt unter dem Schirm der alten Buchen aufwachsen. Okay. Falsche Herleitung, richtige Entscheidung. Ja, und das zweite Mal. Die letzte Frage vor der großen Masterfrage vom Finale. Gott, sehe ich noch motiviert aus dafür, dass ich zurückhänge. Essen und Trinken. Safuhai. Beim Verzehr von Speiseeis. Oha. Wird das Gehör empfindlicher? Oder C, bilden sich auf der Zunge vorübergehend kleine Frostbeulen. Arbeitet die Zunge so schnell? Frostbeulen? Wie schnell wachsen Frostbeulen? Das ist doch eigentlich ein Prozess, der länger dauert. Zumindest bei der Haut. Ich könnte mir A vorstellen, weil der Körper, also Eis soll ja sehr gut sein zum Abnehmen. Auch wenn das Milcheis ist. Auch wenn du da massig Kalorien mit reinprügelst, weil der Körper einfach so krass gegen anarbeitet, weil der die Temperatur ausgleichen muss. Ich weiß nicht, ob einem dadurch wärmer wird, aber der Körper arbeitet gegen die Kälte vom Eis gegen an. Also könnte ich mir A vorstellen. Das Gehör empfindlicher. Heißt das, wenn ich rausgehe, mit offenem Mund rumlaufe, dass ich dann auf einmal besser hören kann? Nee, das heißt, also muss ich dafür extra Eis im Magen haben. Das heißt, wenn du schlecht hörst, also theoretisch, B ist eigentlich für sämtliche Kinder das. Die geilste Ausrede. Du hörst nie, dass du dein Zimmer aufräumst. Ist kein Problem, Mama. Gib mir Eis, dann höre ich besser. Aber bilden sich auf der Zunge vorübergehend kleine Frostbeulen. Ich würde es halt nicht auf immer beziehen. So. Hör,
Hörgerätehersteller hast diesen Trick. Tja. Geas Kind und so. Dass in den Ohren, dass da irgendwas funktioniert mit dieser komischen Schnecke, die wir da drin haben und keine Ahnung was. Aber ich glaube, also ich würde nicht sagen, dass einem wärmer wird, aber der Körper muss auf jeden Fall mit Wärme gegen die Kälte gegen anarbeiten. Ich habe eine Frage. Steckst du, wenn du Eis isst, steckst du dir das Eis so in die Ohren rein? Oder? Durchaus möglich. Okay, okay. Man weiß es nicht. Es gibt ja diesen in Amerika weit verbreiteten Eispickel, den die Mörder gerne mal mit sich rumschlemmen, damit sie keine Waffe hinterlassen. Mhm. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich würde einfach A tippen. Das ist das Einzige, was mir wirklich sinnvoll vorkommt. Weil die Frostbeulen, was ist, wenn ich denn nicht nur ein Eis esse, sondern drei? Ja, so, Schicksal. Hab ich die denn nicht vorübergehen, sondern die bleiben denn länger, weil die haben sich... Dann stirbt deine Zunge ab. Ganz einfach. Ja, das passiert nur, wenn du mit der Zunge im Winter eine Mutprobe machst und dann an den Laternenpfahl. Hab ich gemacht, war nicht lustig. Also, meinst du A? Ich nehme A. Hätte ich auch genommen. Relativ unwahrscheinlich. Wir nehmen A. Das ist halt das, also Antwort, ich habe halt 3 Kilo abgenommen, bevor ich immer Eis gegessen habe. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. So, mal gucken. Cola trinken mit Eiswürfeln drin ist auch gut. Hat für den Menschen lediglich einen emotional kühlenden Effekt. Denn die Empfindung kaltes Eis auf der Zunge sorgt in unserem Gehirn für eine wahrgenommene Kühlung und Erfrischung. Tatsächlich steigt während des Eisessens der Energieverbrauch im Körper. Zum einen wird das Eis von minus 10 Grad auf Körpertemperatur erwärmt, zum anderen erfordert der Verdauungsprozess selbst einen gewissen Energieaufwand. Je fettiger und kalorienreicher das Eis, desto mehr Energie wird umgesetzt. Es wird uns also wärmer. Ja. Hallo. Halbwegs richtig hergeleitet. Ja. Das war eine ziemlich starke Runde von uns beiden. Im Vergleich zu der davor. Raterunde jetzt hier bei oh ja. Das Team oh ja. 500 Euro momentan auf dem Konto. Ich gehe wieder all-in. Ich nicht. Du gehst nicht all-in? Nein. Den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Du musst ja Minimum auf 5.000 kommen, also musst du 2.000 setzen. Wir kommen jetzt zur entscheidenden 2001 Frage. Jetzt musst du setzen, damit du gewinnst. Die Kategorie, aus der unsere heutige Masterfrage kommt, Scheiße. Ist Geschichte. Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? So, ich darf euch jetzt Kontinente haben? Na, du möchtest alles setzen? Ja, natürlich. Oh nein, alle für diesen Stream abgeholt. Oh nö. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Hier ist jetzt bin ich gespannt. Was wurde aufgrund eines Befehls aufgrund König eines Befehls Friedrichs des Großen von 1756 in Preußen angebaut? A. Mais, B. Kohl oder C. Kartoffeln? 20 Sekunden ab jetzt. Ich sag einfach mal Kartoffeln. Das hätte ich auch genommen. Dann nehmen wir es beide. Drauf geschissen. Weil die Kartoffel kommt ursprünglich aus Amerika. Mais auch. Gut, und der Kohl? Ja, komm, ich bleib bei Kartoffeln. Ja, ich auch. Ich meine, das hätte man rüber geschifft. Das Team Bernhard hat gesetzt. Ich kann schon mal das Ergebnis auflösen, weil egal was du machst, du hast gewonnen. Das Team Elton. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort C. Das Team Elton hat getippt. Ich möchte jetzt trotzdem wissen, ob das richtig ist. C. Schauen wir auf die Auflösung. Ist es Mais, ist es Kohl oder sind es Kartoffeln? Die richtige Antwort lautet Antwort C, Kartoffeln. Ach, Gott sei Dank. Oh, siehst du mal. Wir sind gut. Hey. Das heißt, Team Vari gewinnt. Erneut. Glückwunsch zum Sieg. Chi-Chi, Luffy und zwei weitere. Ja, Luffy. Du hast es bestimmt übertrieben, ey. Alleine 32.980 Punkte. Wo denkst du dir? Ah, was soll der Geiz? Ich hab alles. Holy moly. Aber ich bin stolz auf meine eigene Leistung. Die waren nicht schlecht. Nee, das ist richtig. Haben wir gut gemacht. Jo.
Wobei man sagen muss, das dritte Match haben wir auch mehr zusammen als gegeneinander gespielt. Ja, das ist richtig. Das ist definitiv richtig. Ich muss sagen, fand ich aber interessant so. Also ich fand's gut. Es hat ja gemacht. Ja, voll und ganz. Zusammen rätseln, so wie die Smeets denn einfach bei Codenames da einfach so ein paar Gedanken mit reinschmeißen, fand ich ganz geil. Genau. Ja, man muss halt einfach gucken, was weiß man oder wo könnte man sich ergänzen. Deswegen, ich habe mich ja zum Schluss eigentlich immer noch ein bisschen zurückgehalten. Ich habe dich erstmal reden lassen und habe dann meinen Senf dazugegeben, weil ansonsten kann man ja wirklich einen in eine falsche Ecke schieben und das wäre ja... Wäre auch völlig okay gewesen. Und unfair. Ja, dann habe ich richtig unfair gespielt die ganze Zeit. Ja, muss auch an der Stelle mal gesagt werden. Ja, ich stehe zu meinen Fehlern. Das ist okay, das ist okay. Deswegen mögen wir dich ja auch. Irgendwie. Ja, ich stehe zu meiner Art und Weise, wie ich bin. So, und jetzt gucken wir mal, wo ich euch hinschicken werde. Denn das war's heute schon. Guck mal, ob einer, wer weiß, den Super spielt. Auf Deutsch, Variantus. Na toll. Und auf allen Kanälen, Variantus. Okay. Ja, es ist jetzt irgendwie nicht ganz so überraschend gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Gute Nacht, der Stinker. Na, mein Stinker, der schläft schon. So, dann einmal an dieser Stelle hier einmal der Hinweis. Hier könnt ihr einmal so ein bisschen rumgucken. Da sind meine Social-Kanäle, die einmal durchrattern. Dass TikTok da auch so aus der Reihe hauen muss und einfach ein Ad davor macht. Das ist so bescheuert. Ja, dieses Ad-Variantus ist bei TikTok schon merkwürdig. Ich könnte es bei YouTube auch machen, aber habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Zumal es da ja auch Variantus LP wäre. Gute Nacht, Alec. Und gute Nacht euch allen. Mal gucken, wo ich euch jetzt hinschiebe. Ich weiß es. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne. Also ich glaube, das kann man echt gut mit ein paar Leuten mal wieder spielen. Auf jeden Fall. So abwechselnde Leute einfach so. Jeder darf dann für was weiß ich, sich 500 Punkte und dann darf er jemand rein. Richtig. So, ich werde jetzt gleich aber den Raid starten und zwar zu Writing Bull. Ich habe zwar keine 1000 Leute im Schlepptau, aber trotzdem können wir da gut Stimmung machen. Der streamt nämlich gerade Civilization. Der müsste noch mindestens eine halbe Stunde machen. Außerdem... Follow da lassen, einfach aus Freundlichkeit. Vor allem ein herzliches Dankeschön ist da auch definitiv fällig. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, am Samstag wieder. Ab 16 Uhr spielen wir Monopoly und spontane Spiele. Es kommt immer drauf an, was sich so ergibt. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nachtruhe. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal. Und seid lieb bei Writing. Das ist ein super, super lieber Kerl. Üdelü. Würde mich freuen. Tschüss. Und ich schreibe gleich noch einen Text, den könnt ihr euch gerne kopieren. Ach, er hat einen Chat für Follower oder Abonnenten nur an. Ja, dann müsst ihr wohl reinfolgen. Wollte ich so oder so machen. Bis dann. Tschüss. Ja, wir müssen das jetzt kurz einmal sicher halten. Na, hast du? Sehr gut, Bari. Bei was hat dein Analphabet-Problem? Genau, Dekadente. Ich habe mit dem Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord, ein separates für den Stream. Ich will doch nur Krieg. Ich will doch nur Krieg. Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Weg mit der Bombarde, die kann doch nix. Er will doch nur Krieg. Ganz laut geschnarcht. Ich stell mir das gerade echt vor.